Ein Jahr nach Israels Angriff auf Gaza führt das Land inzwischen einen Fünf-Fronten-Krieg. Neben dem Libanon geraten jetzt auch der Jemen, Syrien und der Iran ins Fadenkreuz. Das ist kein Weg zum Frieden, sondern zum Friedhof. Außerdem, auch im Ukraine-Krieg ist kein Frieden in Sicht. Die Konfrontation wird weiter geschürt. Währenddessen jagen Gerichte in Berlin kaum sichtbare Hakenkreuze. Und es gibt wieder Neues von Julian Assange. Über all das und mehr reden wir jetzt im dritten Jahrtausend. Willkommen zurück im dritten Jahrtausend. Tja, was soll ich sagen? Bombenstimmung ist etwas anderes, aber genau nach dem sieht es ja gerade aus. An vielen Fronten, an vielen Orten auf der Welt, ganz besonders im Nahen Osten. Darüber rede ich jetzt wie immer mit dem fantastischen Dirk Pohlmann. Da musstest du ein bisschen kurz zögern, bevor du den Satz rausgekriegt hast. Macht aber nichts, ich verzeihe. Okay, dann mache ich es bei Matthias. Und bei dem elefantastischen Matthias. Ja, hallo Freunde. Gut, dass wir wieder zusammengefunden haben. Und es gibt viel zu besprechen und es ist alles nicht so schön, ja, was wir hier an Themen präsentieren werden, glaube ich. Und ich sage mal, wir brauchen eine gemeinsame Vision als Menschheit. Was wollen die Menschen? Wir wollen Frieden. Ja, wir wollen Frieden. Und ich glaube, wir müssen einfach viel, viel mehr auf die Straße gehen und Frieden fordern. Denn danach sieht es im Moment überhaupt nicht aus. Ganz im Gegenteil. Der Iran hat Israel bombardiert und jetzt warten alle gespannt auf die Reaktion von Israel. Israel, wie gesagt, Atommacht, inoffizielle. Wir wissen nicht, wohin die Reise geht. Aber wir wissen, dass Israel auch im Libanon jetzt verstärkt Ziele angreift. Und das alles hatte offenbar auch einen Hintergrund. Angefangen haben doch die Angriffe im Libanon mit dem Angriff auf einen Hamas, auf einen Hezbollah-Führer, oder? Hallo? Hallo? Keine Antworten. Es ging also, doch. Ich habe die Israelis haben Nasrallah, den Chef der Hezbollah, getötet mit einem gezielten Raketenanschlag auf sein Haus oder Büro, da wo er lebt. Er hat wenige Tage vorher oder zwei Tage vorher erst seinen Bunker, wo er sich normalerweise aufhält, verlassen. Nachdem über einen Diplomaten signalisiert wurde, wir sind verhandlungsbereit. Nasrallah hat sich für die Hezbollah verhandlungsbereit mit Israel erklärt. Und zwei Tage später hat man ihn getötet. Ja. Also es ist nicht ein Diplomat, sondern Frankreich und USA hatten sondiert. Und die Rückmeldung vom libanesischen Außenminister, der das auch erzählt hat in einem Interview mit CNN, mit Christian Amanpour, er ist die Quelle dafür, hat gesagt, dass die Hezbollah signalisiert hat, dass sie über einen Waffenstillstand verhandeln will. Und daraufhin ist Nasrallah, wir wissen nicht genau wohin, aber hat sich so begeben, dass er angreifbar war. Und die Israelis haben ja eine ganze Reihe von Gebäuden, also das heißt, was ich gelesen habe, waren 1000 Pfund beziehungsweise 2000 Pfund Bomben, also 500 bis eine Kilo bis eine Tonne, davon 63 auf dieses Gebäude abgeworfen und es gab auch gar keine Toten, die man hätte bergen können, die sind in Bruchteilen, ja, also sozusagen pulverisiert worden. Aber der Punkt ist, dass und Israel hat sich dazu nochmal geäußert, gesagt, dass es ein bedauerlicher Irrtum war. Das ist aber nicht mehr bei dieser CNN-Meldung dabei. Es war ein Telegramm, habe ich das gesehen. Ich glaube, Florian Warwick hatte das nochmal gepostet. Aber der Punkt ist, dass auch die Franzosen und die Amerikaner eigentlich dazu einen Kommentar abgeben müssten, aber es ist bei uns auch nicht in den Medien berichtet worden. Also in unseren Großmedien, die sich ja sehr vornehm zurückhalten oder nicht vornehm zurückhalten bei diesen Sachen, ist diese Information des libanesischen Außenministers Habib
nicht zum Tragen gekommen. Ja, und wir hatten ja was Ähnliches schon vor einigen Wochen, als eben auch eine israelische Bombe den Hamas-Verhandlungsführer ums Leben gebracht hat in Teheran. Ja, da hatten wir, glaube ich, auch kurz in der Sendung drüber berichtet, ja, der zur Inauguration des neuen iranischen Präsidenten dort war und dort eliminiert wurde. Also wer Verhandlungen führen will, seitens der Hamas oder seitens Hezbollah, wird umgelegt. Das ist die Situation, in der wir gerade stehen. Ja, und Israel greift Libanon, greift ja neben dem Gazastreifen weiter jetzt auch eben Jemen. Sie haben in Syrien bombardiert. Und ja, ein Anschlag auf Iran liegt in der Luft. Ja, das ist ja, wobei auch dort davon geredet wurde, das ist das Besondere, dass sie, also Khamenei, die in Israel wurde die Ermordung des iranischen Staatschefs gefordert. Aber ich würde mal sagen, ich habe gezögert mit der Antwort, weil das war nicht der Anfang. Der Anfang ist, dass es im Norden von Israel und im Süden von Libanon die Leute geflüchtet sind, die Personen, also die Menschen, die dort leben, geflüchtet sind. Und dort geht es die ganze Zeit hin und her mit militärischen Operationen und Anschlägen zwischen Hezbollah und den Israelis. Also das, der Anfang war nicht der Angriff auf Nasrallah, sondern das ist dieser seit dem ein Jahr laufende Konflikt im Norden, wo... Also wir hören dann von den Israelis, die ihre Häuser verlassen müssen. Dasselbe gilt dann für die Libanesen im Süden. Ja. Also dort ist eine Linie an einem Fluss gezogen worden, bis wohin die Israelis angekündigt haben zu bombardieren. Und sie bombardieren eben wie in Gaza. Gaza ist ja mittlerweile, existiert eigentlich nicht mehr. Das ist ein Trümmerfeld. Das ist auch, das ist also der Libanon hat am 1. Oktober begonnen, hier mal ein Tweet der israelischen Armee, als begrenzte, lokalisierte und gezielte Bodenangriffe auf der Grundlage präziser Geheimdienstinformationen gegen terroristische Ziele und Infrastruktur der Hezbollah im Südlibanon. So hat es die IDF auf X gesagt. Und eine Woche später sagte Premierminister Benjamin Netanyahu in einer Botschaft an das Volk von Libanon: Ihr habt die Möglichkeit, den Libanon zu retten, bevor er in den Abgrund eines langen Krieges stürzt, der zu Zerstörung und Leid führen wird, wie wir es in Gaza sehen. Also das ist jetzt keine begrenzte zeitliche, ja, innerhalb von einer Woche sind sie von einer zeitlich begrenzten und ultrapräzisen Bodenoperation gegen Terroristen hin zur Drohung eines langen Krieges bis hin zu Völkermordsaussichten, muss man eigentlich sagen, wie in Gaza. Ja, das ist auch nicht gut. Also wer diese Verlautbarung der Israelis ernst nimmt, hat ein Realitätsproblem. Weil wenn man sich Gaza anguckt, also das sind auch, das geht bis in so Sachen, dass ich habe gesehen, es wird jetzt Gaza, werden Immobilienanzeigen bereits geschaltet. Das heißt, wenn das Gaza von den Israelis übernommen wird, kann man dann am Wiederaufbau mit Apartmentsiedlungen mit Blick aufs Meer. Also das sind unglaubliche Sachen. Oder auch, dass man Touren machen kann auf Booten. Man kann also auf Booten rausfahren und kann die Bombardierung von Gaza von den Booten aus genießen. Erinnert mich an Ernst Jünger, der damals die Bombardierung von Paris durch ein Sektglas mit einer Himbeere beobachtet hat und die Explosion im Sekt mit der Himbeere verglich. Also das ist so... Aber diese präzisen Schläge, also deswegen habe ich das erwähnt, das sind 63 Bomben, die abgeworfen wurden auf Nasrallah und da bleibt nichts übrig. Also das heißt, das ist Krater in Krater in Krater und es ist auch nichts anderes geplant. Es wurde ja angekündigt, auch nochmal nach dem 7. Oktober, also seit dem Angriff der Hamas, war die Antwort, wurde gesagt, dass Gaza abgeschnitten wird. Es wird kein Essen mehr geben, es wird kein Wasser mehr geben, es wird keine Elektrizität und keinen Treibstoff mehr geben. Und das ist auch durchgeführt worden, während gleichzeitig von präzisen Schlägen geredet wird. Es ist die Ankündigung, ist eigentlich
wer sich gegen uns erhebt, wird vernichtet. Das ist, es ist eine, ein Vernichtungskrieg. Man kann nicht sagen, dass es um einen Krieg mit militärischen Zielen, die ausgeschaltet wird, sondern mir wird gesagt, Bombardierung, also wie gesagt, guckt euch einfach die Bilder von Gaza an, wie das aussieht. Dann ist immer in jedem Krankenhaus ist ein Hamas-Standort darunter und das ist immer die Begründung. Oder jede Schule, jede auch Moscheen. Jedes Krankenhaus, ja. Ja, jedes, die Krankenhäuser sind auch systematisch zerstört worden, die Leute sind. Es ist, es gibt, wenn man das noch beschönigen will, hat man ein Realitätsproblem. Ich bleibe dabei. Ja. Also ich weiß nicht mehr, was man dazu sagen soll. Also wir haben ja eigentlich eine Vereinte Nationen, die dagegen, die halt eben für solche Fälle dann einschreiten sollte und was machen sollte. Und Israel wird dort öfter mal besprochen, aber sehr viel mehr passiert da nicht, ne? Wir haben ja, das stellen wir, die Links stellen wir rein, da zwei Dokumentationen, ja, die man sich dazu anschauen kann, wenn man wirklich, ja, ich konnte das nicht wirklich bis zu Ende gucken. Es ist grauenhaft, ja. Eine Dokumentation von Al Jazeera über die Kriegsverbrechen in Gaza und eine zweite von Max Blumenthal, dem Kollegen von Greyzone, der Website in Amerika, der wie Israel diesen Krieg on Terror verkauft. Also mit welchen Narrativen, mit welcher Propaganda dieses Morden, also nach den neuesten Zahlen sind 41.000 Zivilisten, davon die Hälfte Frauen und Kinder oder mehr. Mehr. Es sind mehr und es sind auch keine 41.000, sind nur die nachgewiesenen Toten. Es war ja in Lancet. Ja, Lancet sind 200.000. Ja, so. Und es ist ein Massenmord, ein Schlachtfest, auch ein industrielles Morden, ja, was da passiert, ja. Und diese beiden Dokumentationen, wie gesagt, wenn man gute Nerven hat, schaut euch die an. Um auf Roberts Frage zur UN zurückzukommen, ja, also wenn man das bei den Vereinten Nationen zeigt, was da die Journalisten von Al Jazeera und der Max Blumenthal und Kollegen zusammengestellt und zusammengetragen haben, ja. Ja, dann müsste, wenn die UN noch das wäre, als was sie mal visioniert oder gedacht war, dann müsste da morgen eine Riesentruppe von Blauhelmen supermannmäßig einfallen in das Land, ja, und stoppen, was da passiert. Ja, es ist grauenhaft. Ja, dafür wäre die UN ja da, das zu unterbinden. Dafür war die UN also mal gedacht, ja. Dafür waren die Blauhelme, die Doug Hammarskjöld erfunden hat, waren genau gedacht, um die auseinanderzuhalten. Und in dem Zusammenhang, ich möchte das nochmal sagen, also die Dokus sind sehr gut, die von Max Blumen, also sind beide sehr gut, sind also auch einfach gut von der Produktionsweise her gut. Ich warne nur davor, ich habe es angeguckt und ich habe die halbe Nacht nicht geschlafen. Das ist, ich bin jetzt nicht so ultra zart beseitet, aber das nagt an einem, ja, wenn man das gesehen hat. Es ist ja sozusagen Massenmord als Livestream mittlerweile. Genau. Die israelischen Soldaten filmen ja, was sie machen und diese Attitüde, die sie haben, also das ist Kolonialismus-Attitüde gegenüber den Leuten, das kann ich nur als sozusagen vergleichen mit Jagd auf die Indianer im 19. Jahrhundert in den USA, wie das aussieht von der Haltung. Und es ist, ich weiß nicht, also die Frage ist... Seymour Hersh hat zu der Doku von Al Jazeera geschrieben, also Seymour Hersh ist ja der Journalist gewesen, der die Massaker im Vietnamkrieg My Lai aufgedeckt hat, der auch Abu Ghraib führend mit untersucht hat als Journalist, der sagt, ja, als er das gesehen hat,
In Abu Ghraib haben sie ja auch mit ihrem Handy schon gefilmt, diese Folter, die sie da veranstalten mit den Gefangenen. Aber das, die haben sie nur unter sich quasi rumgeschickt, die Truppen, die da waren. Und jetzt landet das sozusagen in den israelischen Social Media, diese wirklich barbarischen Dinge, wie man, und der eine Minister hat es ja sogar gesagt, ja, die Palästinenser sind Animals, ja, und genau so führen sich die Truppen bei ihren Handyvideos, kann man das da sehen, auch auf. Sie haben es nicht mit Menschen zu tun, sondern ja, mit Tieren, und das ist unvorstellbar grausam und barbarisch, ja. Und wir leben im 21. Jahrhundert, und das läuft jetzt sozusagen da in den sozialen Medien, und die Leute schicken sich die Szenen auf den Handys gegenseitig zu. Ja, das ist furchtbar. Ich möchte auch nochmal, weil das bei Max Blumenthal ist gut, er zeigt, wie am Anfang, das war ja ganz am Anfang, 7. Oktober, Angriff der Hamas, diese 1200 Israelis, die ermordet wurden von den Palästinensern. Was auch so getan wird, als wenn das der Anfang des Konfliktes war, das war nicht der Anfang des Konfliktes, ja. Das ist 1948 die Vertreibung von einer Dreiviertelmillion Arabern. Und da möchte ich auch nochmal dran erinnern, einfach weil das ein quasi wie eine Signatur, ja, ist, dass damals hat die UN einen Sonderbeauftragten, nämlich Graf Volker Bernadotte aus der schwedischen Königsfamilie, hingeschickt, der im Zweiten Weltkrieg irgendwas zwischen 20 und 30.000 Soldaten, Juden gerettet hat, also aus Konzentrationslagerinsassen gerettet hat, der anerkannt war und der es auch geschafft hatte, zwischen den Arabern und den Juden in Palästina erstmal sozusagen kurzfristig einen Waffenstillstand herzustellen. Und er ist dann ermordet worden von der, also Lehi, oder auch Stern Gang genannt, in der spätere Ministerpräsident, auch seit die Entscheidung getroffen wurde von dem späteren Ministerpräsident Yitzhak Shamir, der in dieser Gruppe eine Führungsfigur war. Und der hat die haben entschieden, dass Graf Volker Bernadotte, weil er gefordert hatte, dass, also sein Vorschlag von der UN aus war, dass die Israelis für 2 Jahre so viele Leute einwandern lassen können. Also das heißt, da gab ja noch keine Israelis jetzt in dem Sinn, sondern die Juden in Palästina 2 Jahre lang so viele Leute einwandern lassen können, wie sie wollen. Aber auch die Araber, die vertrieben worden waren, die Palästinenser, dass die zurückkehren können in das Land. Das war eine Gebietsaufteilung. Das war für die zionistischen Israelis war das nicht akzeptabel. Deswegen wollten sie ihn töten und sie haben ihn auch getötet. Und dann war der Mörder von Graf Volker Bernadotte. Neben ihm saß übrigens ein französischer Offizier, der unbedingt neben Volker Bernadotte sitzen wollte, weil dessen Frau war eine von diesen Juden, die gerettet worden war von Volker Bernadotte. Und der wollte sich bei ihm dafür bedanken. Der ist auch getötet worden bei diesem Anschlag. Und der Mörder, es gab dann, wenn man das liest, kann man sehen sozusagen diese, sag mal, die Lügenhaftigkeit der Darstellungsweise. Dann wird, wenn man im Internet guckt, ich fordere die Leute auf, das zu machen, wird dann gesagt, es ist ja ermittelt worden mit großem Aufwand. Es ist kein einziger dieser Täter, obwohl sie bekannt waren, ist jemals zur Verantwortung gezogen worden dafür. In den 70er Jahren haben die im Fernsehen in Israel ausgesagt, dass sie das waren. Das sind auch da nicht zur Verantwortung, sondern sind als Helden gefeiert worden. Und der Täter ist dann, wurde gesagt, Ben-Gurion sei entsetzt gewesen über diesen Anschlag. Der Mörder ist dann Leibwächter von Ben-Gurion geworden. Und bei einem Besuch von Dag Hammarskjöld hat man diesen Mörder neben Dag Hammarskjöld platziert. Und er hat das später erfahren, neben wem er saß, nämlich der Mörder von Volker Bernadotte, hat gesagt, er wird dieses Land nie wieder betreten. Das ist so, um mal so ein Gefühl zu kriegen für die Selbstgerechtigkeit, für die Entschlossenheit, die Unverschämtheit, mit der dort agiert wird. Und das Ganze läuft immer unter dem Opferstatus. Ja, also dieser Mann, auch der ist gefeiert als Kriegsheld,
in Israel. Und das ist für mich so eine Art, je weiter man reinguckt, je weiter man sieht, was dort gemacht wurde. Und das ist eben diese Sache von Dag Hammarskjöld, ist schwierig zu finden, weil diese Aussage von ihm, das ist auch übrigens einer der Gründe, warum die ganze Situation in Schweden anders gesehen wird, weil das ist erst 1950, also hat keine Entschuldigung von Israel gegeben für diesen Mord. Es gab dann so eine Art Befriedung diplomatischerweise, aber das ist einer der Gründe, warum Schweden immer noch eine andere Situation hat, was man ja am Fall Greta Thunberg sieht, die sich immer wieder dazu äußert und die vom Shootingstar, vom Liebling der westlichen Medien aufgrund ihrer Haltung zu Palästina zum Underdog geworden ist. Ja, da haben wir nachher auch noch einen interessanten Link dazu. Das ist total irre. Dazu noch kurz, Robert, was Dirk da anspricht, das haben wir, also das, was damals die berüchtigte Stern Gang und so getrieben hat, also mit Terror Land erobert und Menschen vertrieben und ermordet, das hören wir ja heute von Ministern aus Netanjahus Regierung wieder, ja. Die auch wieder von einem Groß-Israel faseln, ja, und reden, ja, und dass man auf Gaza taktische Nuklearwaffe einsetzen sollte, sagt auch einer aus dem Parlament. Also das ist die Ideologie, mit der die Regierung diese Kriege führt, in der Hoffnung, dass wenn es einen Opferstatus, hast du gerade gesagt, ja, dass wenn es ihnen dann wirklich ans Leder geht, dass sie die USA in diesen Krieg reinziehen können, ja, dass die USA den Iran angreifen. Israel kann da ein paar Bomben und Raketen schicken, aber hat ja überhaupt nicht die Kapazität und die Möglichkeiten, den Iran, da eine Invasion, eine Eroberung, was auch immer, zu veranstalten. Es sollen mit diesen provozierenden Aktionen, die sie machen, überall im Iran Leute ermorden, im Libanon die Hamas-Führer, die verhandeln wollen, genauso umbringen wie damals den Bernadotte, der eine friedliche Lösung gesucht hat. Also das ist die Politik, die gemacht wird. Und in Washington ist man ja sehr zögerlich. Ja, also ich glaube, die Leute im Pentagon, also die Militärs, wissen, was es bedeutet, wenn sie jetzt den Israelis grünes Licht geben, auf den Iran zu feuern. Ja? Der Trump hat das ja jetzt mal gerade wieder gesagt, ja, man soll jetzt was angreifen, die Nuklearanlagen in Iran angreifen. Ne? Das ist völliger Irrsinn. Trump hat ja so einen Irrsinn auch schon, da während seiner Präsidentschaft haben die Iraner mal so einen Global Hawk abgeschossen, ja. Und da hat er auch sofort gesagt, jetzt greifen wir an. Und dann haben die Generäle oder Pentagon ihm klargemacht, hör mal, Donald, hier, wir haben um den Iran rum 30 Militärbasen, ja, den ganzen arabischen Golf und so weiter, überall, die der Iran sehr einfach mit seinen Raketen erreichen kann und die wir überhaupt nicht schützen können, wenn die da wirklich angreifen, ja. Wir haben nicht die Kapazität, da morgen, einfach den Iran anzugreifen und platt zu machen. Und willst du wirklich, dass wir jetzt dann hat Trump gesagt, nee, gut, lass das, ja. Und wir haben die Situation in den USA, dass diese Israel First Neokon-Fraktion, also Nuland, Blinken, Sullivan und wie sie alle heißen, die Neokons, gar nicht genug Krieg kriegen können und provozieren und so weiter können. Und dass auf der anderen Seite bei den Militärs und in der sozusagen Realpolitik da Menschen sind noch, die auf der Bremse stehen. Natürlich gibt's die ganzen
AIPAC und israelischen Lobbyorganisationen, und Herr Netanyahu kann da vor dem Kongress Reden halten und kriegt Standing Ovations für die Politik, die er macht und die Kriege, die er führt. Aber im Militär sind Leute, die noch 2 und 2 zusammenzählen können und wissen, dass das eine Katastrophe wird, wenn die USA jetzt dort wirklich aktiv eingreifen müssen. Sie haben der Krieg hat sich massiv geändert in den letzten 20, 30 Jahren. Ja, der wird mit Drohnen und mit Raketen geführt. Wir sehen das in der Ukraine, wie das ausschaut. Und da ein Patriot-System oder zwei hinzustellen, zu sagen, ja, wir haben eine prima Luftverteidigung, die Zeiten sind vorbei. Ja, die Patriots werden platt gemacht und ISIS hier, die Deutschen schicken in Reihe. Ja, es geht nicht. Und deshalb können die USA, und deshalb kann sich auch Israel nicht verteidigen, wenn der Iran wirklich ernst macht. Die haben 200 Raketen geschickt. Und wie viele Flugplätze? 2, glaube ich, Dirk, wir hatten drüber gesprochen. Ne? Und 2 Flugplätze und Mossad. Also das heißt, auf Nevatim, also auf der einen Basis, das ist eine F-35-Basis in Israel. Und das habe ich gerade, wir haben auch den Link, sind 33 Einschläge von den Raketen. Also es wurde ja behauptet, dass 99% der Raketen abgefangen wurde. Sind. Ja. Das dürfte so nicht stimmen nach den Satellitenaufnahmen, die da draußen sind. Ich würde nochmal, weil das wichtig ist, was du gesagt hast, Matthias, also das heißt, im Pentagon und im Verteidigungsministerium ist keine Stimmung, sich von den Israelis in den Krieg reinziehen zu lassen. Man muss aber sehen, was passiert ist, dass Netanyahu am Anfang dieser, also nach dem 7. Oktober, nach dem Hamas-Angriff, hatte er einen schlechten Stand in der Bevölkerung. Das hat sich jetzt mit diesem Töten von zum Beispiel Hamas, also da ist ja die Führungsriege ist eliminiert, ja, und sie überlegen, wen sie noch alles töten können. Ich frage mich, was passiert, wenn jemand vorschlägt, Netanyahu zu töten mit einer Rakete, wenn jemand auf so eine Idee käme. Jetzt mal immer in den Schuhen des anderen zu gucken, wenn die jetzt also vorschlagen, auch Khamenei umzubringen. Das ist etwas, also das Pentagon ist da nicht auf der Linie, und das muss man auch in einem etwas größeren Zusammenhang sehen, weil nach 2001 hat Netanyahu gesagt, gut für die Israelis, weil die Amerikaner und die Israelis jetzt klar haben, dass sie für gegen denselben Feind vorgehen. Das war Afghanistan. Dann 2003 hat er dafür plädiert, im Irak einzumarschieren, wenn mit dem Versprechen, wenn Saddam Hussein beseitigt ist, wird es möglich sein, den Nahen Osten also in einer friedlichen Lösung zu haben. Dann ging es los, dass ISIS aufgebaut wurde, ähnlich wie die Mujahedin gegen die Sowjets. Gab es Tiber Sycamore, das heißt, man hat die sogenannten moderaten Rebellen, also die Halsabschneider im Wortsinn, die islamistischen sind gegen Assad, also gegen den Syrien, in Stellung gebracht worden. Es hat den Krieg gegen Libyen gegeben. Und es ging weiter. Also die Logik von Netanyahu war immer, mit brutaler Gewalt vorzugehen. Also das heißt, militärische Lösungen zu suchen, was nur geht, wenn man eine absolute strategische Überlegenheit hat. Wenn die irgendwann verhandeln müssen, werden sie ein Problem haben. Weil wer will zum Beispiel, wenn die Sache, was jetzt mit Nasrallah passiert ist, wer will mit den Israelis verhandeln? Ich möchte auch mal darauf hinweisen, es wird immer gesprochen von dem Existenzrecht Israels, dass man das anerkennen muss. Ich würde gerne mal, übrigens auch von unseren jüdischen Verbänden hier in Deutschland, was zum Existenzrecht der Palästinenser hören. Ob die ein Recht haben, als Personen, als Individuen und als Gruppe zu überleben, wie das gesehen wird. Bei diesem Massaker, was dort stattfindet, könnte es auch mal dissidente Stimmen geben, die sagen, so nicht weiter. Man muss auch sehen, dass die Bevölkerung zu ungefähr der Hälfte diese Politik unterstützt. Netanyahu hat gewonnen in seiner Ansicht, seit er sagen kann, wir führen Krieg und wir gewinnen ihn. Das wird unterstützt. Das ist nicht so, dass die israelische Bevölkerung in Entsetzen darüber verharrt, sondern sie unterstützt das. Einige wollen weg aus dem Land. Das ist, viele. Die andere Hälfte will weg. Ja, okay. Ich weiß nicht, ob die Hälfte ist, aber das ist auch nicht so,
also sozusagen, dass man sagen kann, die Regierung tut das und die Bevölkerung will das nicht. Das ist leider nicht der Fall. Also man muss das angucken, dass es, und wir kommen ja noch dazu, es ist, wohin soll das führen? Wohin soll diese Politik führen? Aber da sie so erfolglos beziehungsweise so ein Morast war, ist auch die Position in den im amerikanischen Militär und im Verteidigungsministerium, dass man das nicht unbedingt will. Also Israel will die USA als Unterstützer mit reinkriegen, will einen Krieg gegen Iran führen, den Krieg ausweiten, das Ganze militärisch lösen. Also sozusagen, wie gesagt, es geht nur, wenn man Nuklearmacht ist und die anderen nicht. Da werden wir ja noch drüber reden. Und das ist, es gibt unterschiedliche Interessen. Und das ist jetzt das Interessante, dass Joe Biden hat gesagt, weder Angriff auf die Nuklearanlagen im Iran, noch Angriff auf die Erdölanlagen. Und zwar nicht, weil er so nett ist, sondern weil die Frage ist, was daraus entstehen soll. Während Trump, der ja hier in Kreisen auch der Alternativmedien immer als der Friedensfürst bezeichnet wird, hat gesagt, natürlich müssen als erstes die Nuklearanlagen angegriffen werden. Er würde es tun. Biden ist sozusagen zu weich. Das ist sein Vorschlag. Genau. Aber das ist alles Unterstützung zu dem, was Matthias gesagt hat. Ne? Können wir uns dann frisch machen, wenn Trump Präsident geworden ist. Ja. Aber letzten Endes verdankt ja Israel seine Existenz den Vereinten Nationen. Da möchte ich gerne noch mal kurz darauf zurückkommen. Und die Vereinten Nationen haben sehr viel zu tun mit Israel. Im Jahr 2023 haben sich laut der pro-israelischen Lobbyorganisation UN Watch 21 Resolutionen der UNO-Generalversammlung, von 21 Resolutionen der UNO-Generalversammlung 14 gegen Israel gerichtet und nur 7 gegen den Rest der Welt, Nordkorea, Syrien, Iran und Myanmar und so weiter. Dann hatten wir natürlich im Dezember diese Resolution der UNO-Generalversammlung für eine sofortige Feuerpause in Gaza. 153 Länder haben dafür gestimmt, also quasi fast die ganze Welt, bis auf 23 Enthaltungen und 10 waren dagegen. Ja, und das Verhältnis zwischen Israel und den Vereinten Nationen ist wirklich nicht das Beste, um das Mindeste zu sagen. Hier kürzlich hat Israel sogar dem UNO-Generalsekretär die Einreise verboten, weil sie fanden, dass er den iranischen Angriff nicht unmissverständlich verurteilt hätte. Und darum haben sie ihn einfach zur unerwünschten Person erklärt. Also das ist auch cool, weißt du? Überleg mal. Ja, sie haben ja auch die Äußerungen, die der Netanyahu vor der UN, das ist ja sozusagen durchgehend Beleidigung der UN gewesen. Ja, das ist nicht nur nicht diplomatisch, sondern auch immer mit einer gewissen, mit einem Empfinden, dass man sich das leisten kann und selbstgerecht ist auch egal. Also wir kommen ja damit durch. Man wird verurteilt, passiert nichts. Es passiert eben nichts. Ja. Dann eine UN-Expertin hat einen Bericht zum Gaza-Krieg erstellt und hat gesagt, sie sieht Hinweise auf Völkermord durch Israel im Gazastreifen. Israel bezeichnet den als Schande für den Menschenrechtsrat, ja. Ich möchte nochmal an der Stelle allen ans Herz legen, sich mal diese beiden Dokus anzugucken, die wir vorhin erwähnt haben, von Max Blumenthal und von Al Jazeera. Al Jazeera legt dort ziemlich klar dar, auch mit Hilfe von Rechtsexperten, wieso das, was sie dort, der größte Teil der Doku basiert auf Social Media Videos, die von den israelischen Soldaten selber ins Netz gestellt worden sind, ja. Und diese Rechtsexperten bewerten das und sagen, also da dürfte eigentlich jeder Staatsanwalt hier fündig werden, ja, was diese Kriegsverbrechen angeht. Was diese Kriegsverbrechen angeht. Dann hat ja Israel ein ganz schlimmes Verhältnis zu diesem Palästinenserhilfswerk der UNO. Ja, also laut was übrigens von Volker Bernadotte eingeführt wurde. Das ist eine der Sachen, die er eingeführt hat. Ja? Also okay. Laut Israel seien 2135 Mitarbeiter der UNRWA, also das ist dieses Palästinenserhilfswerk der UNO, Mitglieder von Hamas oder des palästinensischen islamischen Dschihad, und ein Fünftel aller Schuldirektoren der UNRWA seien Hamas-Mitglieder, sagt er vom Außenministerium hier, Oren Marmorstein, der Sprecher. Und das Ganze allerdings, obwohl eine Untersuchung keinerlei Belege gefunden hat für eine Verwicklung von Mitarbeitern des UNO-Palästinenserhilfswerks an terroristischen
Aktionen, ja. So, und es geht noch weiter. Sie haben im Juli 2024 fängt Israel an, dann nachdem dieser unabhängige Bericht keine Verwicklung mit terroristischen Aktionen der UNRWA gezeigt hat, fängt Israel jetzt an und will die UNRWA zur Terrororganisation erklären. Und die gehen da jetzt gerade den ganzen juristischen Weg und so weiter und verabschieden da Gesetzesvorhaben und sowas, was wirklich eigentlich Al Jazeera hier als einen Affront gegen die internationale Gemeinschaft bezeichnet und wie ich finde, völlig zu Recht. Aber dazu muss man ja auch noch sehen, was Israel denn auch konkret macht in Bezug auf die UNRWA. Das ist, wie gesagt, eine UNO-Behörde. Ja? Israel sprengt gezielt öffentliche Gebäude in Gaza und dazu gehören auch UNRWA-Schulen hier. Haben Sie hier zum Beispiel eine im Dezember 2023 gezielt eine Schule von UNRWA gesprengt in Nordgaza. Und die Tatsache, dass die das sprengen konnten, dass die dort also hingegangen sind und den Sprengstoff hinlegen konnten, bedeutet ja schon mal, dass dort keine Terroristen gewesen sein können. Denn wie hätten sie denn sonst den Sprengstoff dort verteilen können? Im September 2024 greift Israel eine Schule im Gazastreifen an und tötet 6 Mitarbeiter von UNRWA. Sind ja alles Terroristen. Aber das machen sie nicht nur im Gazastreifen, das machen sie auch im Westjordanland. Da haben sie hier zum Beispiel Mitarbeiter von UNRWA im Westjordanland getötet, berichtet der ORF. Also das wird da eben einfach mal so gemacht. Und jetzt das Neueste ist, dass Israel, also es gibt ja diese Friedensmission an der Grenze zu Libanon, die UNIFIL-Friedensmission. Und die UNIFIL-Friedensmission ist eben da, um die beiden Lager auseinanderzuhalten. Und jetzt hat Israel einfach mal die UNO aufgefordert, UNOFIL sich zurückzuziehen von dieser Grenze, damit sie dort ordentlich angreifen können. Da hat die UNIFIL, also die UNO-Behörde, Blauhelme letztlich, das sind Blauhelme. Blauhelme, genau. Die haben da auch protestiert. Und der irische Präsident Michael Higgins, der ja 300 von den 10.000 Blauhelmen dort stellt, hat diese Bedrohung als Skandal bezeichnet. Es ist ein Skandal, sagt er hier, dass Israel die Blauhelme im Libanon bedroht, sagt er. Ja, er sagt, es ist ungeheuerlich, dass die israelischen Streitkräfte diese Friedenstruppe bedroht haben und versuchen, sie zur Räumung der Dörfer zu bewegen, die sie verteidigen. Israel fordert sogar, dass die gesamte UNIFIL, die unter UN-Mandat operiert, verschwindet. Und es gibt auch ich guck mal, ob ich es noch finde. Wenn ihr jetzt weiterredet, kann ich noch mal gucken. Es gibt sogar Videos, wo du siehst, dass in unmittelbarer Sichtweite von diesem Blauhelmstützpunkt von UNIFIL dort israelische Bomben fallen. Also wirklich direkt daneben, kannst du sagen, ja, so dass die dort auf dem Stützpunkt sagen, wann sind wir dran? Und dann fragst du dich, welches Maß gilt eigentlich noch für Israel? Also Israel fühlt sich ungerecht behandelt von den Vereinten Nationen, weil 153 Länder sich in der UNO-Generalversammlung für einen Waffenstillstand aussprechen, fühlt sich ungerecht behandelt von der UNO, weil der UNO-Generalsekretär nicht unmissverständlich den Angriff von Iran und so weiter verurteilt. Und hält sich überhaupt nicht ans Völkerrecht, was diese, also sie behaupten das immer, ja, dass sie das machen im Gazastreifen, aber die Fakten sprechen dagegen. Also welches Maß darf man für Israel überhaupt noch anlegen? Ist Israel denn wirklich ein auserwähltes Volk, die hier tun und lassen können, was sie wollen? Oder müssen die sich auch an internationale Standards halten? Und wenn sie das nicht tun, was passiert dann? Was müsste denn jetzt passieren? Also ich will da mal, der Punkt ist ja, dass Israel sich das leisten kann. Das heißt, es kann es sich leisten, weil es die Unterstützung von den USA hat. Jeden Tag fliegen Flugzeuge von den USA nach Israel mit Munition, die das ermöglichen, dieses sozusagen Beschießen und die Bombenangriffe. Wenn die USA, also Biden tut so, er ist dagegen, er will das nicht und er ist nicht meldet sich dazu, dass es nicht in seinem Sinne ist. Er könnte es innerhalb von 1-2 Tagen, könnte er das beenden.
Also wenn die Amerikaner wollten, könnten sie die Israelis daran hindern, könnten sie sagen, es muss hier verhandelt werden. Was wir gesehen haben, wie die Machtverhältnisse sind, konnte man bei der Rede von Netanyahu vom amerikanischen Parlament sehen. Genau. Die war eine Stunde und ist ungefähr, 58, ich habe verschiedene Zahlen dazu gehört, 58 oder 63 Mal von stehenden Ovationen unterbrochen worden. Das heißt, die amerikanische Politik, da darf man nicht vergessen, dass die APEC, also das hat ja Mörsheimer in seinem Buch die Israel-Lobby bereits beschrieben, wofür dann natürlich wird man dafür abgestraft, ja, öffentlich, wo er beschrieben hat, wie die Machtverhältnisse sind, dadurch, dass die sogenannte Spenderklasse, Donor Class ist der Ausdruck, in den USA, also die sind, niemand schafft es an die Spitze, der nicht in dieser Situation, also jemand, der kritisch gegenüber der israelischen Politik ist, hat keine Chance. Das sehen wir auch dadurch, dass Trump und Biden und auch Robert F. Kennedy Jr., alle drei, versuchen sich gegenseitig zu überbieten in der Unterstützung Israels. Das ist eine ganz merkwürdige Geschichte. Das ist eine der Grundlagen, warum das geht. Es gibt genauso, muss man sagen, die Türkei zum Beispiel, die so ein Doppelspiel spielt in der Hinsicht. Die Bevölkerung in der Türkei ist sehr gegen die israelischen Handlungen, gegen die Palästinenser. Die Türkei könnte, wenn sie ihre Pipeline, ihre Erdölversorgung von Israel unterbricht, genauso einen Effekt ausüben. 40% des Öls, ja. Ja, also das. Ja, wenn du das ausführen willst, dann ja, muss ja. Also Erdogan, wie gesagt, Doppelzüngler, ja, hält da für seine Leute, ganz im Sinne der islamischen Bruderschaft schwungvolle Reden, macht aber weiter Business mit Israel. Ja, das ist so ein Faktor in dem Ganzen. Aber letztendlich, du hast es angesprochen, Dirk, hört man das auch in den alternativen Medien, dass sozusagen der Schwanz mit dem Hund wackelt. Also Israel, wirklich die gesamte Politik der USA und so weiter und so weiter. Ich glaube das nicht. Ich glaube eher, dass eben Israel genauso im Übrigen wie die Ukrainer der Pitbull des Imperiums sind, der losgehetzt wird gegen andere Völker, ja, der dabei auch mal auf Deutsch gesagt gerne draufgehen kann. Es ist uns doch egal, ja, sozusagen, also wir sehen doch, wie sowohl durch die israelische Armee und die US-Truppen da unten, als auch durch die ukrainische Armee und ihre Brigaden. Wir nehmen uns dann auch in der Ukraine solche Nazis wie die Azov-Brigaden. Wir nehmen uns im Nahen Osten dann auch solche wie Al-Qaida, IS und so weiter, die nehmen wir uns ran. Das sind Hurensöhne, aber wie George Bush gesagt hat, unsere. So läuft es. Und wenn die USA morgen den Strom abstellen, also den Strom von Waffen und von Munition, dann ist das zu Ende dort. Ja, dasselbe gilt auch für den Krieg da in Russland, Ukraine. Und wir müssen sehen, dass das Imperium diese Kriege führt, um seine Interessen durchzusetzen. Und deshalb sagt dann irgendwann an einem bestimmten Punkt jetzt auch das Pentagon, hier Freunde, hört mal auf mit der Attacke auf Iran, wenn der Iran morgen die Straße von Hormuz zumacht. Ja, das sind 50 Kilometer, das kriegen sie hin. Ja, dann bricht irgendwie die globale Ölproduktion, Versorgung und zusammen. Es gibt ein gigantisches Chaos. Im Übrigen, und das wissen die Amerikaner auch, kann der Iran auch mit seinen konventionellen Raketen, die haben eine ganze Raketenfamilie, ja, die auch durchaus fortgeschritten sind, die jetzt schon diese Krater da verursacht haben an den Flughäfen in Israel. Damit kann der Iran morgen
sagen wir, die 7 Kraftwerke, die Israel hat, treffen, ja, dann fällt im Land der Strom aus. Ja, also es ist Irrsinn, diesen Krieg weiterzuführen von israelischer Seite gegen 5 Fronten, ja, dann noch in Jemen zu bombardieren und in Syrien gleich mit, ja. Und deshalb steht das Imperium da jetzt auf der Bremse und sagt: Hör zu, mein Freund Netanyahu, selbst wenn du eine starke Lobby hast hier bei uns, wir können und werden diesen Krieg nicht führen, ja, weil wir da nur verlieren können. Und das ist jetzt im Moment der Status quo. Ich glaube, wenn die Amerikaner da anders reagieren würden, dann hätten die Israelis schon längst Bomben und Raketen geschickt nach Iran. Also das ist auch... Also auf jeden Fall, ich würde sagen, was du gesagt hast in Bezug auf Israel, als das ist mit Sicherheit so seit dem Sechstagekrieg. Also die Israel ist der strategische Partner der USA. Und zwar in dem Moment der Sechstagekrieg, ich weise immer wieder darauf hin, haben die ja die Israelis angegriffen. Und zwar, soweit ich das jetzt kenne, 2 Tage, nachdem sie die ersten beiden Nuklearwaffen hatten. Und ab da war Israel der strategische Verbündete. Das hat James Jesus Angleton hat das vorher schon eingetötet gegen den Willen von John F. Kennedy, der versucht hat zu verhindern, dass Israel Nuklearmacht wird. Aber das war, und dann gab es auch gleich entsprechende Planung. Also zum Beispiel, dass Israel kriegte den damals modernsten Kampfflieger, die FAA Phantom 2, und da gab es dann Planung für Kamikaze-Operationen. Die hätten Odessa im Falle eines Krieges USA, Sowjetunion mit Nuklearwaffen angegriffen. Das war in Kamikaze-Operationen, also ohne wieder zurückzukommen. Es waren überhaupt Kamikaze-Operationen, die geplant waren. Also da ist es, und seitdem auf diesem Ticket sind die Israelis gereist, also als der strategische Partner. Und jetzt gibt es aber interessante Bewegungen. Es gab ja vorher die sozusagen diplomatischen Beziehungen Israel-Saudi-Arabien, was ungewöhnlich war. Jetzt, dann gab es unter chinesischer Vermittlung Saudi-Arabien mit Iran, also sozusagen die Wahhabiten mit den Schiiten, was niemand für möglich gehalten hatte, was auch, wo es eine Annäherung gab. Also es waren interessante Verbindungen möglich. Und auch jetzt ist es so, dass der Iran, also diese alte Trennung Sunniten-Schiiten, ist eigentlich zurückgetreten gegenüber der Situation gegenüber Palästina. Man muss auch sagen, dass die arabischen Staaten, zum Beispiel Jordanien, ist ganz auf der Seite des Westens. Das ist also auch da wird das wackelig für die, also ich bin mal gespannt, wie das für die Regierung aussehen wird. Also die Araber haben sich auch nicht mit Ruhm bekleckert in der Unterstützung von Palästina. Also das ist, die hätten da auch, sozusagen an der Stelle eingreifen können, haben es nicht getan. Die Palästinenser sind sowas wie die Polen im Zweiten Weltkrieg ungefähr. Die haben sozusagen von allen Seiten Beschiss erlebt. Ja. Also dass diese ganze Situation ist so, wie du eben beschrieben hast, also auch, das muss man auf jeden Fall imperial sehen. Und das ist, die Amerikaner haben jetzt einfach das Problem von überdehnten Fronten. Also sie haben Ukraine, wenn jetzt der Nahe Osten explodiert, und sie haben ja ihren gewollten Konflikt mit China, der noch bevorsteht, also wegen Taiwan und Ähnlichem. Das ist ja der strategische, der geostrategische Konflikt. Zum Beispiel John Mersheimer, der große Realpolitiker, sagt ja, hören wir auf mit dem Quatsch mit Russland. Russland ist nicht, brauchen wir nicht als Gegner, ist Quark, was wir da machen. Es lenkt nur ab von dem wahren Gegner, den wir haben, China, aus wirtschaftlichen Gründen. Macht das einfach, sieht das als Kampf um die Vorherrschaft. Also das ist die Situation. Und am empfangenden Ende, also was Deutschland brauchen wir jetzt gar nicht, das ist absolut lächerlich. Also moralische Außenpolitik, ich will überhaupt nicht mehr darüber reden, über diesen Begriff, in Angesicht dessen, was da in Gaza, im Westjordan, ja, jetzt auch vor sich geht, dieses ganze, sozusagen diese Hyperarroganz, die da entgegenkommt mit einem Vernichtungskrieg, und Deutschland, das Einzige, was wir hatten uns kurz vor der Sendung darüber unterhalten, Deutschland war der zweitgrößte Waffenlieferant, und das scheint irgendwie nicht mehr der Fall zu sein. Ich bin nicht ganz sicher, wie das jetzt wirklich aussieht. Die Al Jazeera-Doku sagt, dass Deutschland 30% der Waffen liefert, USA 69%, aber es gab im März eine Anfrage der BSW-Abgeordneten Sevim Dagdalen an die Bundesregierung, und die hat gesagt, dass
seit März gar keine Kriegswaffen mehr exportiert werden, aber Schutzhelme und so. Also das wissen wir nicht so genau. Ich würde aber gerne noch mal auf die Frage zurückkommen, wer ist denn eigentlich die israelische Regierung im Moment? Wie kommt es, dass sich diese Lage so krass, dass die Lage so krass eskaliert ist? Und da möchte ich insbesondere auf zwei Politiker eingehen. Das ist vielleicht nicht jedem so ganz klar. Hier sehen wir den Finanzminister Bezalel Smotrich, der ein Vorsitzender der rechtsreligiösen Partei Mafdal Hatzionut ist, wird von Wikipedia als ein rechtsextremer Politiker und Jurist bezeichnet. Und der ist seit Dezember 22 Finanzminister und zuständig für den Siedlungsbau im vom Israel besetzten Westjordanland. Er verneint die Existenz eines palästinensischen Volkes. Und das ist jemand, der, wenn man ihm zuhört, dann klingt das gar nicht gut, was da jetzt auch gerade im Libanon passiert. Ja, er hat hier zum Beispiel, also es gibt ja eine Arte-Doku, da kann man ihn sehen, wie er sagt, dass er einen jüdischen Staat will nach dem Wertesystem des jüdischen Volkes. Und dann fragt die Journalistin, also, aber die Souveränität Israels beginnt am Meer und endet am Jordan oder wollen wir dann auch Transjordanien? Und dann sagt er langsam, bei unseren Weisen steht Jerusalems Zukunft besteht darin, sich bis nach Damaskus auszudehnen. Nur Jerusalem bis Damaskus. Ja, also das heißt, dieser Mann hat eine Maximalvorstellung vom gelobten Land, wie auch der Sprecher in der Arte-Doku jetzt hier sagt, ja. Und in dieser Maximalvorstellung sind die palästinensischen Gebiete drin, aber auch Teile von Jordanien, Syrien, Libanon, Irak, Ägypten und sogar Saudi-Arabien. Und das wird in Israel öffentlich diskutiert. Das ist also, so jemand ist also dort an der Macht und hat was zu sagen. Und ein anderer, der auch was zu sagen hat, ist dieser Mann hier, Itamar Ben-Gvir. Er ist 2007 wegen rassistischer Aufhetzung und Unterstützung einer terroristischen Vereinigung verurteilt worden, ist seit Dezember 2022 Minister für nationale Sicherheit Israels, also derjenige, der alle Araber ausweisen will aus Israel, und der Führer der Jugendorganisation Kachwa, die später als Terrororganisation eingestuft und verboten wurde, ist Minister für nationale Sicherheit in Israel. Er hat als Anwalt eine Reihe von rechtsextremen Aktivisten vertreten und gilt als Anhänger von Baruch Goldstein, ein Gegner des Oslo-Abkommens. Dieser Goldstein ist in eine Moschee gegangen und hat 29 Palästinenser getötet. Laut einer Journalistin auch aus dieser selben Doku hing lange Zeit in seinem Wohnzimmer sogar ein Bild von diesem Ben Goldstein, sein großes Idol, sein Mentor, sein Held, ja. Das muss man sich mal vorstellen. Das sind die Leute, die dort an der israelischen Regierung sind im Moment und die hier mit dem Feuer spielen. Denn es geht ja auch eben um die große Frage, was passiert, wenn die jetzt Israel angreifen? Mit was wird Israel antworten? Hat Israel Atomwaffen? Das ist jetzt das Nächste, über das ich gerne mit euch reden würde. Ja, Atomwaffen haben sie. Ja, wahrscheinlich, wie Dirk vorhin angedeutet hat, seit 73. Ja. Sie haben sogar von Deutschland zur Hälfte bezahlte U-Boote, die mit Sprengköpfen, also Raketen bestückt sein könnten. Ja, also Israel das, könnte. Wir brauchen das nicht so. Brauchst du nicht so machen. Das sind Harpunen mit erweiterter Reichweite und das ist die nukleare Zweitschlagskapazität von Israel, diese 6 Dolphin-U-Boote, die Deutschland zur Hälfte bezahlt hat, die an Israel geliefert werden, ermöglichen also die Zweitschlagskapazität. Das heißt, wenn Israel kann dann von Seiten der U-Boote diese aus den Torpedorohren, die sind vergrößert worden, die Torpedorohre, kann sie die abfeuern und kann dann die anderen Länder nuklear angreifen. Es ist übrigens, wir haben irgendwas zwischen 200 und 400 Sprengköpfe, wird geschätzt. Das ist glasklar, aber auch das ist eine Merkwürdigkeit. Israel hat ja Nuklearwaffen, es hat biologische Waffen, es hat chemische Waffen, unterliegt keinerlei Kontrolle.
ist nicht in den Nicht-Weitergabe-Abteilung drin, hat damals das Apartheid Südafrika zur Nuklearmacht gemacht. Das ist eine weitere Sache. Und das Ganze immer unter der Oberfläche, weil es eben unter dem Schutzmantel der USA läuft. Das heißt, was die Israelis gemacht haben, ist eine Strategie, die nennen sie Undurchschaubarkeit, hat Amimut heißt es. Und der Zweck ist nicht etwa, dass unklar bleibt, ob Israel Nuklearmacht ist. Das soll sehr klar sein. Aber man übernimmt keine Kontrolle und keine Verantwortung. Das heißt, alle wissen, es ist Nuklearmacht, aber sie haben keine, es gibt auch keine veröffentlichte Strategie, wie das gemacht wird. Es wird geredet von der Samson-Option. Samson ist eine Selbstmordoption. Also Samson, der im Tempel, die starker Mann, der die Säulen auseinanderdrückte und den Tempel zum Einsturz brachte, um mit sich alle Philister in den Tod zu reißen, die in dem Tempel waren. Und da gibt es auch keine offizielle Mitteilung zu. Es ist aber gesagt worden, zum Beispiel, dass alle westeuropäischen Hauptstädte Ziele für israelische Nuklearwaffen sind, für den Fall, dass Israel in Gefahr ist. Also bevor, der Satz war, wenn Israel untergeht, werden die anderen mit in den, werden Israel wird, Zitat, keine staatliche Stelle. Wie gesagt, es war in dem Fall ein Professor, der gesagt hat, diesmal werden wir nicht alleine in den Ofen steigen. Also das ist, und das wird aber immer mit Absicht unklar gehalten, wird akzeptiert. Und wenn zum Beispiel im CNN jemand darüber geredet hat, dass Israel Nuklearmacht war, das hat auch Jimmy Carter mal gemacht, dann wird sofort abgebrochen. Und zwar wird dann gefragt, warum? Und dann ist die Sache, ja, die Begründung ist, wenn die Araber hören, dass Israel Nuklearmacht sind, wollen sie vielleicht auch Nuklearmacht werden. Also auf dieser Kindergartenlogik wird der Gehorsam gegenüber dem Durchführen dieser Strategie. Und jetzt ist in diesen Tagen, während wir jetzt reden, gab es, der Iran ist ein technologisch in der Lage, Nuklearmacht zu werden. Übrigens genauso wie Deutschland, das ist auch eine interessante Frage, die ja immer wieder diskutiert wird. Also Iran hat am 4. Oktober hat der Iran das heißt NOTAM, Notice to Airmen, also eine Flugsicherheitsmitteilung kurzfristig rausgegeben, dass ein bestimmtes Gebiet im Iran gesperrt ist für den Luftverkehr. Und in diesem Gebiet, im Zentrum dieses NOTAM-Gebietes, also wo gesagt wurde, hier nicht rüberfliegen, gab es ein seismisches Ereignis in 10 Kilometer Tiefe, direkt neben einer iranischen Nuklearanlage. Und daraufhin haben zum Beispiel in Indien eine ganze Reihe von Zeitungen haben berichtet, dass die Iraner dort einen Nuklearsprengkopf getestet haben. 4,5 auf der Richterskala. Ich möchte daran erinnern, wir hatten ja mal den Hans-Benjamin Braun hier in einem Interview in der Sendung. Man kann anhand der seismischen Messung, also wie der Graph aussieht, kann man genau sehen, ob es sich um eine Nuklearexplosion handelt. Wenn es so ist, ist der Zacken am Anfang am größten, ist wie ein Dreieck, das nach die Spitze nach rechts zeigt. Wenn es etwas anderes ist oder ein normales Erdbeben, dann sieht es aus wie ein chemischer Sprengkopf oder also chemisch mit Sprengstoff. Oder ein Erdbeben sieht das aus wie eine Zitrone, diese seismische Ereignis. Und das ist also berichtet worden, aber nicht bei uns. Die einzigen, die darüber berichtet haben, bei uns, was ich gefunden hatte, war Telepolis. Im Rest, also in sozusagen asiatischen Bereich, wird darüber berichtet, dass die Iraner eventuell, dass das Zeichen ist, dass die Iraner zur Nuklearmacht geworden sind. Und was auch auffällig ist, dass ja die Rammstein-Konferenz ist jetzt gestoppt worden, weil sowohl Joe Biden nicht hinfährt, als auch Blinken, offizielle Begründung wegen des Hurricanes. Und dann ist die Frage, was denn der Verteidigungsminister, was der mit dem Hurricane, warum und auch kein Stellvertreter. Also die Konferenz ist abgesagt, sie wird verschoben auf das nächste NATO-Treffen. Also warum, das ist ein weiterer Hinweis, dass dort etwas im Schwange ist und auch die also wenn Trump sich jetzt äußert, Biden hat gesagt, weder den Angriff auf die Erdölanlagen, weil dann dreut dieser Zusammenbruch der Weltwirtschaft durch das Erdöl. Das ist auch eine weitere Sache, die bei uns nicht berichtet ist. Die Houthis haben es geschafft, den gesamten Schiffsverkehr im Roten Meer für die Israelis zum Erliegen zu bringen. Der Hafen von Eilat ist pleite.
Da läuft überhaupt nichts mehr. Und dann, es gibt noch ein paar andere, also ich glaube drei weitere, die groß genug sind als Versorgungshäfen, die sind Richtung Mittelmeer. Da waren ja die Amerikaner mit ihren Flugzeugträgern oder einem dann später, also als Schutzmacht davor. Aber das ist brandgefährlich, was dort ist. Und jetzt, wenn die Iraner tatsächlich, und sie haben gedroht damit, dass sie nicht, wie sie vorher sagten, mit einer Fatwa von dem obersten Ayatollah, sagt, Iran wird keine Nuklearmacht. Das ist zurückgenommen. Es ist jetzt aufgrund der politischen Morde, des Auslöschens der Führungsmannschaft von Hamas, Hezbollah und der Androhung Iran, ist jetzt die iranische Position ist angekündigt. Wenn es einen Angriff der Israelis gibt, wird die Antwort der Iraner ein Vielfaches dessen sein, was man bisher gesehen hat. Sie haben gezeigt, dass sie durchkommen können auf die Basen oder auf die Städte. Also die ganze Sache ist jetzt im Schwange. Ist Iran, geht es, wenn es eine, das ist, was ich sagte, die Position, die Israel einnimmt, mit diesem wir schlagen zu, wo wir wollen, ist nur möglich aus dieser absoluten strategischen Überlegenheit. Und die wäre, wenn jetzt der Iran Nuklearmacht wird, wo übrigens Avner Cohen, der Spezialist für Nuklearwaffen Israels, hat in Haaretz dazu einen Artikel geschrieben, hat gesagt, man sollte das sehr ernst nehmen, was die Iraner dort sagen. Dann ist die strategische Situation verändert und dann ist auch die Lage von Israel ist eine andere. Das ist dann, Israel wird ja bezeichnet als One-Bomb-Country. Es ist Naftali Bennett, der ehemalige Ministerpräsident, hat gesagt, 10 Bomben wären genug, 10 Nuklearwaffen wären genug, um ganz Israel zu vernichten. Und die Iraner machen ironischerweise Kommentare, dass sie mindestens 10 verschiedene Methoden haben in petto, um sich mit Israel zu beschäftigen. Also die Sache ist, und das Ganze unter Ausschluss unserer Öffentlichkeit wird nicht verhandelt. Muss man in indische Publikationen reingehen, um darüber etwas zu lesen. Und wie gesagt, ganz abgesehen von der sozusagen nuklearen Lage, über die man nur spekulieren kann, weil wir es wirklich nicht genau wissen, ja. Und es wird, das wissen wir seit, ich weiß nicht, wie viele Jahren, hier Sharon oder Netanyahu sind doch schon immer aufgetreten, auch vor der UN mit der Grafik, ja, noch 2 Monate, dann Iran und so weiter. Jetzt sind es nur noch 2 Wochen. Da können wir eben nur spekulieren und das eskaliert, würde die Lage potenziell nochmal eskalieren. Aber ich habe vorhin schon mal gesagt, der Iran hat keine riesige Armee. Es geht nicht um irgendwelche Invasionen oder so. Aber der Iran hat sehr viele Raketen und wenn er sein konventionelles Arsenal, ja, was da ist, zum Teil auch Supersonic, also sehr schnelle, sehr schwer abzufangende Geschosse. Der Iran hat Unmengen Drohnen. Wir haben bei diesen beiden Angriffen schon gesehen, dass der Iron Dome, der sogenannte in Israel, ja, also der letztlich auch Raytheon Patriot, also die US-amerikanische Luftabwehr ist, wo die Israelis noch ein paar besondere Raketen für gebaut haben, dass das nicht funktioniert, das System, ja. Und die Iraner sagen, hey, wir haben jetzt mal 100 oder 200 Raketen geschickt, aber wir haben 6000 Leute und die können wir innerhalb von einer Woche feuern. Ja, habt ihr genug? Also jeder, der rechnen kann, weiß, dass Israel keine Luftverteidigung hat, wenn es die sowohl gegen die Hezbollah, die ja auch jetzt nicht so richtig viele, aber auch Raketen besitzt, als auch gegen den Iran gleichzeitig Krieg führt. Das weiß jeder. Deshalb ist das Ganze, wenn die Israelis weitermachen in der Richtung, die wir hier beschrieben haben jetzt, das ist eine Selbstmordmission, auf der die sind. Das wird Israel nicht überleben. Ja,
Und wenn es dann droht, wir machen mit Nuklear oder sonst was irgendwas bei euch auch noch kaputt, es geht nicht, ja, dass dieses kleine Land, was, wie du gesagt hast, 10 Raketen, ja, schon 10 Raketen auf die Kraftwerke reichen, um das Land dunkel zu machen, und die kannst du auch nicht in 2 Tagen wieder an den Start bringen. Also, wie gesagt, die Iraner haben eine Menge Möglichkeiten, wenn sie wollen, ja, und man kann nur hoffen, dass die Israelis und die Bevölkerung da jetzt langsam, wenn sie nicht abhaut, die Flughäfen und die Ausreise sind überfüllt, dass sie ihrer Regierung Einhalt gebietet, weil sonst sehe ich da wirklich schwarz. Ja. Und hier wäre die Möglichkeit für Deutschland, mal Flagge zu zeichnen, und zwar in einer Art und Weise, wie es uns gut stehen würde und auch gut eine strategisch gute Bewegung wäre, nämlich als ein Angebot, ein ehrlicher Makler zu sein und für Verhandlungen einzutreten und nicht bedingungslos den Israelis hinterherzulaufen, sondern der größte Freundschaftsdienst wäre zu sagen, in dieser Situation, in der ihr euch jetzt befindet, ist das Einzige, was euch in Zukunft den Hintern retten wird, ist eine diplomatische Offensive, um zu sagen, wir sind bereit, darüber zu verhandeln und wir unterstützen. Wir werden als Makler auftreten zwischen den arabischen Staaten und den Israelis. Das wäre auch in jeder Hinsicht wäre das eine gute Position, die Deutschland einnehmen kann. Weil Robert hat es gezeigt bei den UN-Abstimmungen. Man sieht ja, dass sozusagen der Rest der Welt, also wenn immer geredet wird von der Weltgemeinschaft, die diesen und jenen sozusagen mit Sanktionen belegt und Putin steht gegen die Weltgemeinschaft und die Weltgemeinschaft ist mittlerweile ganz woanders. Wir sind an einer Ecke mit Leuten, mit denen man eigentlich nichts zu tun haben will. Und wenn wir uns, wir haben jetzt in diesem Jahr, ich habe gestern die Zahl gehört von Matthias, 20% unsere Wirtschaft geht sozusagen den Bach runter in dieser Kriegssituation, wie wir uns aufgestellt haben, in der Sache mit Nord Stream 2, wo etwas bombardiert wird, wie wir zugucken, wie unsere Grundlagen zerstört werden und wir darauf keine Antwort haben, außer zu sagen, wir stehen fest an der Seite der USA. Kann es nicht sein. Hier wäre die Möglichkeit, sinnvoll einzugreifen und Deutschland als diplomatische Macht zu positionieren. Natürlich haben wir eine Verantwortung gegenüber Israel, aber die kann in dieser Situation nur noch darin bestehen, Israel vor dem Aus zu bewahren, in den es sich selber reinmanövriert mit dieser Kriegspolitik. Aber leider, Dirk, du hast vollkommen recht, aber leider sind wir von einer solchen Außenpolitik wie würde Frau Baerbock sagen, 360 Grad entfernt, glaube ich. Ja. Hunderttausende von Kilometern. Ja. Lichtjahre. Das ist traurig und das gilt ja noch auch für unser nächstes Thema, wo wir noch kurz drauf kommen, ja, für den Krieg in Russland, Ukraine. Da könnte Deutschland ja auch als Makler auftreten, ja, und führt auch sturheil weiter Krieg. Genau, aber vorher trete ich erstmal als Moderator auf und wollte erstmal Dirk diplomatisch bitten, du kippst immer so leicht so aus dem Bild links so und guckst auch gar nicht zu uns, sondern zu irgendjemandem anders, der neben der Kamera ist. Vielleicht könntest du eher so ein bisschen mehr zu uns gucken und in die Mitte des Bildes rutschen, damit wir dich in deiner vollen Pracht sehen können. Das wäre toll. Okay, ich kipp ja natürlich immer nach links, das ist klar. Ne? Okay, ja, weil du guckst immer wo ganz anders hin und bist immer, gut. Wikipedia bestimmt steht, dass ich immer nach rechts kippe. Ja, stimmt. Okay, es ist nach rechts von dir aus gesehen. Von uns aus links. Lass uns doch mal zuerst unseren ganzen Unterstützern danken, denn die machen ja diese Sendung überhaupt erst möglich. Ohne die wären wir schon längst umgekippt. Genau. Und zwar nach vorne. Oder nach hinten. Wir haben 200 Euro bekommen von Volker. Er sagt, danke, weiter so. Wir haben auch von Gunther 111,11 € bekommen und er sagt, Dirk Pohlmann for President. Na, ich weiß nicht, ob du dir das noch anhängen willst auf deine alten Tage.
das wäre dann, ich kann da nur, was ich immer fand, ja, ich bin ja großer Jeffrey Sachs-Fan, weswegen ich gerade auch kritisiert werde von einigen Leuten, aber ich bleibe dabei. Und Judge Napolitano, von dem ich ebenfalls ein großer Anhänger geworden bin, sagt ja immer zu Jeffrey Sachs, wann werden Sie endlich Außenminister? Und Sachs sagt dann immer, wollen Sie mich bestrafen? Das wäre die richtige Antwort dafür. Und übrigens gerade unlängst dazu, kurz Robert, ist Gerhard Schröder, unser Ex-Kanzler, von der Weltwoche interviewt worden. Herr Schröder, Sie sind jetzt 80 geworden, aber Sie sind doch noch fit und da könnten Sie, wollen Sie noch mal kandidieren? Ja, hier Trump auch schon 78 und so. Und Schröder hat dann gesagt, na ja, wissen Sie, ich bin jetzt 80. Wenn Sie mich mit 78 gefragt hätten, wäre es was anderes. Da war ich noch okay. Junger Hüpfer. Ja. Gut. Wir haben von Markus 100 Euro bekommen. Vielen Dank dafür. Gabi und Thomas haben mir in Frankfurt auf einer Alien.de-Konferenz 65 Euro in die Hand gedrückt. Vielen Dank dafür insgesamt. Eduard hat 50 Euro geschickt, genau wie Olaf und Antje. Gudrun, Gesine und Matthias und Franz haben auch jeweils 50 Euro geschickt. Für weiterhin guten Journalismus schickt uns Martin 50 Euro. Edeltraut auch 50 Euro. Ralf hat 40 Euro geschickt. In Mannheim beim Bücherverkauf haben wir 30 Euro bekommen. Pascal hat 25 Euro geschickt. Danke für eure Arbeit, sagt der Roman. 20 Euro, liebe Grüße aus Österreich, macht weiter so. Liebe Grüße zurück. 20 Euro von Silvia. Elke schickt 20 Euro, sagt immer wieder ein großes Dankeschön für die Überlebenshilfe im dritten Jahrtausend und natürlich zur freien Verfügung. Das ist heutzutage wichtig, dazu zu sagen. Wolfgang, Doris und Albrecht schicken auch jeweils 20 Euro, sagen große Dank, vielen Dank dafür. Hildegard hat 15 Euro für die guten Infos geschickt. Marion auch und sagt Danke und weiter so. Cornelia schickt auch 15 Euro, dankt für die exzellente Aufklärungsarbeit. Grit hat auch 15 Euro eingerichtet, sogar als neuen Dauerauftrag, was eine super Sache ist, wenn ihr uns regelmäßig unterstützt. Das hilft uns enorm weiter. Am besten per Banküberweisung, per Dauerauftrag aufs Bankkonto, damit wir uns so unabhängig machen wie möglich von amerikanischen Geldkonzernen. Ihr wisst schon, auf die Art und Weise helft ihr uns enorm weiter, auch wenn es ein kleiner Beitrag ist, 1-2 Euro im Monat oder sowas, aber die Summe macht es dann, die uns dann wirklich hilft, diese Sendung weiterzumachen. Vielen, vielen Dank dafür. Und Christiana hat 10 Euro geschickt, Johannes 6 Euro, Dirk 5 Euro. Die haben auch welche neuen Dauerauftrag eingerichtet. Markus schickt auch 5 Euro, sagt, ihr seid ein Geschenk für diese Welt. Vielen Dank für eure großartige Arbeit. Vielen Dank, Markus. Das geht ja runter wie Öl. 5 Euro haben wir auch bekommen von Ellen, Danny, Philipp, Carlo, Andreas, Dirk, Matthias, Danny, Nathan, Marco, Florian. Hat 3 Euro geschickt. Viele davon als neuen Dauerauftrag, was wirklich toll ist. Ja, Christian schickt 3 Euro für freien Journalismus und André und Carola 2,50 Euro. Er sagt, 1/8 meiner freiwilligen GEZ für freie Medien als neuer Dauerauftrag. Und Kerstin, Heide und Manfred haben auch jeweils einen kleinen Dauerauftrag eingerichtet von 2 Euro oder 1 Euro. Und das ist wirklich super. Und wir möchten uns also ganz herzlich vor allem auch bei den vielen Leuten bedanken, die uns mit einem regelmäßigen Dauerauftrag unterstützen. Die Bankverbindung dazu findet ihr im Beschreibungstext zu diesem Video. Aber ihr könnt natürlich auch per PayPal uns was zukommen lassen. Nur uns ist über die Banküberweisung als Dauerauftrag das am liebsten, denn dann werden auch keine Gebühren einbehalten und wir bleiben so unabhängig wie möglich. So weit also erstmal zur Spende und dann kommen wir doch gleich weiter zu unserem nächsten Thema, das du vorhin schon angesprochen hast, Matthias. Die Ukraine. Ja, wie was gesagt, läuft denn da? Weil Dirk geträumt hat, dass Deutschland diplomatische Initiativen ergreifen könnte oder dass eigentlich sogar in der Pflicht wäre. Ja, in der Ukraine sieht's ja weiterhin auch schrecklich aus, ja, muss man sagen. Ja, das heißt, es kommen jeden Tag 2.000-3.000 Soldaten an der immer noch 800 Kilometer oder längeren Front ums Leben. Die meisten davon ukrainische Soldaten.
Und dass diese Frontlinie, die Russen rücken jeden Tag ein paar Kilometer mittlerweile vor. Das war vor einem Jahr, hat man da um 200 Meter gekämpft. Jetzt sind es sozusagen viele Kilometer. Die Invasion in Russland in Richtung Kursk ist bis auf so ein kleines 5 Kilometer, ja, der auch quasi eingekesselt ist, beendet dieser Angriff. Und ja, die Front ist dabei zusammenzubrechen, die ukrainische. Und deshalb wandelt sich jetzt gerade, ist so ein Shift im Narrativ sozusagen in den westlichen Organen, die bis dato immer noch und ja meistens davon geredet haben, ja, Russland muss aus der Ukraine vertrieben werden und die Krim muss zurückerobert werden und so weiter. Also diese Geschichten sind jetzt völlig raus aus den Medien. Und jetzt ist man auf dem, ja, auf dem Trip, ja, wir müssen schon irgendwie Land abgeben. Aber dann, und das ist der sogenannte Friedensplan, mit dem Herr Zelensky jetzt gerade unterwegs ist, der kommt ja auch nach Deutschland und hat seinen Wunschzettel, was er alles noch an Bewaffnung gerne hätte. Ja, und gleichzeitig Friedensplan, es ist immer noch da im Hinterkopf, wir müssen einfach noch den Russen ein bisschen mehr zusetzen und dann werden sie einknicken. Dieser Irrsinn, der ist aber jetzt sozusagen auch, schätze ich, in den Fluren des Pentagon und so weiter, ist dieser Irrsinn mittlerweile verschwunden und man sieht, die Kiste ist verloren. Der Friedensplan aber, den jetzt auch Herr Stoltenberg, der NATO-Generalsekretär, anregt in einem Interview, wir legen einen Link rein, ja, sagt er dann da auf einmal, also von wegen, wir müssen Russland vertreiben, ja, wir könnten ja das Land teilen, wie zum Beispiel damals Ost- und Westdeutschland, also DDR, BRD, und dann die NATO eben im Westen, ja. Also sie haben es immer noch nicht verstanden. Ihnen ist jetzt klar, hat man das Gefühl, okay, gewinnen können wir da militärisch nichts gegen die Russen. Aber jetzt mit so einem Plan zu kommen, der genau das ist, weswegen diese ganze militärische Auseinandersetzung da angefangen hat, dass Russland keine NATO vor seiner Rakete vor seiner Haustür stehen haben will. Dass er jetzt sagt, ja gut, die Ukraine soll da das Donbass eben hergeben, aber dann im Westen positioniert sich dann die NATO. Also das ist jetzt im Moment die Position, die seitens USA, NATO, Zelensky und so weiter ventiliert wird, die aber illusorisch ist, weil vom Tag 1 an war die Bedingung Russlands, wir wollen die Ukraine militärisch neutral. Wir wollen keine Raketen vor unserer Haustür stehen haben, die jederzeit nach Moskau und Petersburg und sonst wohin gefeuert werden können. Das war, bevor die ganze Militäroperation anfing, bevor die Invasion begann, war das der Punkt der Russen und nichts anderes. Und wenn jetzt zu kommen, na ja gut, jetzt habt ihr ein Viertel des Landes erobert, jetzt macht mal Schluss, aber die NATO stellt sich jetzt hier auf, ist grotesk, ja. Deswegen ist leider auch da, also in der Ukraine, kein Frieden in Sicht. Und es wird noch 1, 2, 3 Monate, fürchte ich, so weitergehen. Dann kommt der Winter, 70% der ukrainischen Energieversorgung ist jetzt schon kaputt. Wenn Russland dann noch 10 Kraftwerke eliminiert mit Raketen, ja, dann geht das Licht in dem Land aus. Ja, dann können wir uns hier auf, ich weiß nicht, wie viele neue Millionen Flüchtlinge freuen.
das Land ist hier jetzt schon halb leer. Wir hatten irgendwo eine Zahl, ne? Es sind jetzt noch, soweit ich das weiß, 38 Millionen Einwohner in der Ukraine und das waren mal 55. Ja? Es ist ja am Anfang, es ist ein großer Teil, 5 Millionen sind nach Russland geflohen, als das losging, also die Russischstämmigen im Osten. Die ganze demografische, also ist übrigens auch UN-Bericht, also Ukraine steht vor einem demografischen, vor einer demografischen Katastrophe. Kollaps. Und das sollte man auch einfach, ist immer dieser Gedankengang. Das heißt, die USA und Großbritannien werden bis zum letzten Ukrainer kämpfen. Aber es geht nicht darum, für die Ukraine etwas zu erreichen. Nee. Was ich auch höre aus vielen Quellen mittlerweile, wenn man in der Ukraine mit den Menschen redet, wollen die einfach nur noch, dass das aufhört. Also das heißt, wir haben, was ich auch gehört habe, das war Colonel McGregor, bei Judge Napolitano, dass der Standardsoldat, also der Durchschnitt ist mittlerweile 43. Also das heißt, die jungen Männer sind weg. Man versucht immer noch junge Männer einzuziehen. Das ist auch, gibt's haufenweise Videos zu, dass die Leute nicht mehr, also die Vorstellung, diesen Krieg gewinnen zu können, ist vorbei. Und wir sind in so einer weiteren Ersten Weltkriegssituation. Es ist furchtbar. Also das ist einfach, bitte auch etwas, einfach Mitleid mit diesen Leuten. Also wenn man die Ukraine retten will, dann muss man sie retten, solange noch was von ihr da ist. Und das andere, jeder Deutsche sollte sich das genau angucken. Im Moment gibt es gerade Comics, die rausgegeben werden vom Verteidigungsministerium. Wir sollen ja kriegstüchtig gemacht werden. Das Gleiche, was der Ukraine jetzt widerfahren ist, würde auch Deutschland widerfahren. Die würden kalt lächeln. Würden Sie unsere junge Generation opfern, auch wenn die SPD Blödsinn redet? Also zum Beispiel, dass Sie mit der Stationierung von den Langstreckenwaffen der Amerikaner garantieren können, dass kein Deutscher, jetzt kein junger Deutscher in den Krieg geht. Das ist Ihre Sache. Ich möchte Sie auffordern, die Japaner haben so eine schöne Tradition des Seppuku, der ordinär auch Harakiri genannt wird. Wenn die Ehre verloren ist, muss man sich durch, indem man sich dann Messer in den Bauch rammt, wo es am meistens am schlimmsten wehtut, durch den sozusagen untern hoch und rüber zieht, ohne ein Schmerzgeräusch von sich zu geben, sich selbst entleiben und dann schlägt einem jemand von hinten so weit durch den Kopf, dass der Kopf noch dran bleibt. Das können wir dann einführen für unsere Politiker. Die sollten irgendeine Konsequenz haben für das, was sie da mal vorschlagen, damit man für dummes Gerede auch etwas leisten muss oder beziehungsweise kriegen muss. Das wäre besser als zu sagen, wir garantieren euch, dass kein junger Deutscher stirbt. Wenn sie es nicht hinkriegen, wird sie niemand zur Verantwortung ziehen können. Ja? Also, das ist der Gedanke. Wir meinen die Blutfantasien von Dirk hier natürlich nicht ernst. Das will ich an der Stelle nochmal wirklich deutlich sagen für alle, die jetzt auf Suche nach neuen Zitaten sind, die sie Dirk um die Ohren hauen können auf Wikipedia. Das wird sowieso passieren, ja. Also das heißt, ich meine nur, das ist dummes Gerede, wirklich und lebensgefährliches Gerede und das geht einfach durch. Also wurde ja auch gesagt, dass Leute sozusagen, dass man sich von Brandt und Bahr distanzieren muss innerhalb der SPD. Das ist genauso das dumme Gerede, was von dort kommt. Also das heißt, es ist ja real. Die Leute bluten und bluten aus. Und das ist in der Ukraine. Das ist ja nicht nur medial vermittelt irgendwo ein Computerspiel. Es ist eine blutige Realität. Und die Leute, die das wie jetzt zum Beispiel Großbritannien. Großbritannien hat gerade angekündigt, dass sie diese Langstreckenwaffen, also dass sie dafür sind, dass die Ukrainer ihre Storm Shadow benutzen können, dass sie sie dabei unterstützen werden. Und Russland hatte angekündigt, das ist als diplomatische Demarsch gegangen an die Briten und an die Amerikaner. Für den Fall, dass das passiert, würden sie militärisch antworten mit Angriffen auf Standorte und zwar mit Avangard. Das ist 32.000 Kilometer schneller pro Stunde. Ein Sprengkörper, da braucht man, der hat, wenn er einschlägt, da braucht man noch nicht mal einen Sprengkopf drauf machen durch die kinetische Energie. 5 Kilotonnen, das ist eine der möglichen Ziele, zum Beispiel Rammstein. Sollten wir uns doch mal gründlich überlegen, an was wir da eigentlich reingeraten sind durch diese Politik, die leisetreterisch diesen Konflikt. Das ist die Blutfantasie der SPD in der Regierung oder der CDU oder von Roderich Kiesewetter. Das ist, wenn ich mit meinem Seppuku komme, ist das ja nur für den Fall, dass es schief geht. Ja, und du gerätst wieder immer mehr an den Bildschirmrand und fällst aus dem Bild raus. Also vielleicht bitte guck doch zu uns und nicht da immer zur Seite. Und okay.
Aber okay. Das ist eben ja auch die verdammte Hybris, ja, der Glaube an die unabdingbare eigene Überlegenheit, die Arroganz, ja, auch was eben das Militärische und die Waffen betrifft, die gerade ja auf schmähliche Weise im Ukraine-Krieg kaputt gemacht werden. Ja, das Patriot-System, so ein Ding kostet 400 Millionen. Ja, das sind, was weiß ich, drei Launcher, die Raketen schießen und ein Kommandostand und ein Radar. Dutzende davon sind kaputt. Die können sich ein russischer Militär hat gewitzelt in den RT, haben sie es auch gezeigt, ja, RT hat gesagt, Patriot kann sich doch noch nicht mal selbst beschützen, ja, geschweige denn irgendwas anderes, ja. Das heißt, ja, und der Glaube, dass diese ultrateure Maschinerie jetzt der Ukraine noch helfen kann, dass man jetzt noch 50 Storm Shadows da spendiert, die sie feuern können, ja, das ist wirklich Wahnsinn, was da passiert. Und hier unsere, ja, nicht nur Herr Kiesewetter, sondern im Prinzip die gesamte sogenannte politische Mitte will ja weiter Waffen liefern, weiter, hat das noch nicht verstanden, dass das Ding verloren ist, dass ihr Material auch nichts taugt, jedenfalls nicht so viel, wie sie gehofft hatten, dass der Leopard da ein Gamechanger ist. Wie viele Gamechanger hatten wir denn in den... Ja, lauter Wunderwaffen. Das ist die Milliarden teure Wunderwaffen, die da verschrottet werden, eine nach der anderen. Ja, und ja, den Russen gehen die Raketen aus, wurde erzählt. Ja, die von der Leyen steht da im Parlament und witzelt. Ja, sie müssen ja schon aus der Waschmaschine die Chips ausbauen und lauter so ein Irrsinn wird den Leuten über unsere Großmedien ins Hirn geblasen. Und jetzt, nach 2,5 Jahren dieser Lügen, wundert man sich, dass dieser Krieg verloren ist, dass 500.000 Ukrainer sinnlos verreckt sind dabei. Ja, und man fragt sich dann noch nicht mal, ja, was ist eigentlich hier der Grund? Was machen wir? Verteidigen wir Freiheit, Demokratie? Was soll das Ganze eigentlich, bitte? Und wenn man dann noch einen Schritt weiter nachdenkt, dann kommt man darauf, was wir hier angesprochen haben. Ja, es geht überhaupt nicht um die Ukraine und um Freiheit und Demokratie oder sonst was. Es geht um die Interessen des US-Imperiums, Russland zu schwächen. Die Rohstoffe in Russland und so weiter spielen natürlich eine große Rolle. Es ist nicht im Interesse der Ukraine und es ist nicht im Interesse Europas, ja, diesen Krieg weiterzuführen. Und man kann nur hoffen, dass ja hier die westeuropäischen Kernmächte, Italien, Frankreich, Deutschland, dass die mal irgendwie langsam zur Besinnung kommen. Ja, das war doch vor 10 Jahren auch noch anders. Da haben die Franzosen noch versucht zu vermitteln und die Deutschen weiß ich jetzt nicht so. Aber da hat man sich noch als eine europäische Kraft gefühlt, die irgendwas bewirken kann. Jetzt lässt man sich als Vasall sozusagen in den Krieg reinziehen und führen. Und Soldaten und schaut zu, wie die Wirtschaft gegen die Wand fährt. Das ist ja doch das Nächste. Fährt das Land an die Wand, ja. Die Statistik, die du angesprochen hast, kann sich jeder angucken. Statistisches Bundesamt, Auftrags, hier Industrieproduktion in Deutschland, ja. 5,8% Rückgang im August, ja. Also, und der Habeck stellt sich hin gestern oder vorgestern und sagt, ja, eigentlich alles gut, ja.
und die nicht in energieintensiven Industriebetriebe, die gehen weiter gut nach oben. Ja, schön und gut, ja. Aber was hilft mir das, wenn ich keine Autos mehr verkaufe, keine Chemiebetriebe wie BASF auswandern und VW, na gut, die haben genug Geld noch. Hey, vielleicht gehen die Waffenfabriken ja auch bald pleite, das wäre doch nicht schlecht. Ja, die Waffenfabriken haben keine Rohstoffe, die müssen sie ja auch erstmal her. Du brauchst doch Stahl, du brauchst Schwerindustrie, du kannst ja nicht mit einem Windrad und einem Solargenerator Panzer bauen, ja. Das geht leider nicht, ja. Und von daher, dass das niemand sieht hier von den regierenden Kräften in Westeuropa. Die EU kannst du ja wirklich in der Pfeife rauchen, weil die macht US-Politik, ja, aber keine Politik im Interesse der europäischen Nationen, ja. Das ist alles eingezogen. Ich habe vor kurzem wurde ich gebeten, ob ich mithelfen kann, ein paar Friedensforscher zu benennen, die als Friedensforscher unterwegs sind und nicht als Kriegsapologeten. Und auf der Suche haben wir festgestellt, als wir das durchgegangen sind, die Leute, die in diese Kategorie fallen, sind alle pensioniert oder rausgeschmissen. Und das ist ja das Interessante. Das ist geschafft worden in den letzten 15, 20 Jahren, dass sowohl bei uns in den Medien, wie auch in der Wissenschaft, wie auch in der Politik, diese Leute, Politik gibt's noch randständig ein paar, aber ansonsten in Wissenschaft und Medien ist es flächendeckend. Ja, deswegen ist es ja auch so einfach, dass die Journalisten die Experten finden, die dann sagen, Storm Shadow wird der Game Changer sein oder Taurus oder irgendetwas in der Art. Also das heißt, es gibt gar keine dissidenten Stimmen mehr. Und auch, ich habe vor kurzem mit jemand geredet, der sozusagen unsere Alterskategorie ist, Matthias, und Krefelder Appell und die Demonstration. Und damals war auch in den Medien, also auch innerhalb der deutschen Intellektuellen gab es Leute, das war dann Heinrich Böll, der sich wahrscheinlich jetzt rotierend im Grab, wenn er weiß, was die Stiftung, die seinen Namen trägt, was die vorschlagen, oder Günter Grass. Also das heißt, es gab Leute, die sich, Eberhard Richter und so weiter, es gab Leute, die sich öffentlich gemeldet haben, und auch in den Medien gab es zu der Frage von Krieg und Rüstung und Nachrüstung gab es andere Stellungnahmen. Selbst die Nachrüstung war ja kombiniert mit dem Vorschlag von Verhandlungen, war nicht einfach nur Nachrüstung. Wir sind mittlerweile, ich habe diesen Artikel, sollten wir uns noch reinstellen, vom Spectator, wo Boris Johnson beschreibt, wie er in einem Krankenhaus ist mit kriegsversehrten Ukrainern, und er ist so mitleidig, wir müssen diesen armen Menschen, müssen wir unterstützen, wir müssen den Krieg endlich noch vergrößern und weiterführen, damit wir diesen Leuten, die dort ohne Arme, ohne Beine im Krankenhaus liegen, gerecht werden. Das hat Boris Johnson geschrieben, der übrigens auch Holland angreifen wollte, nur mal mit alkoholisiertem Kopf. Ja. Das sind die Leute, mit denen wir zu tun haben. Und ja, es ist Wahnsinn. Es ist Wahnsinn, und wir gucken zu. Und du hast es ja, der Ausdruck von dir ist Morgenthau Plan 2.0, was wir mit uns selber machen. Ja? Also, ja. Naja, aber wenigstens haben wir ja noch eine Justiz, auf die wir bauen können und die immer die richtigen Urteile trifft und die uns davor bewahrt, dass Deutschland wieder in ganz dunkle in ganz dunkle Zeiten wieder zurückfällt. Guck mal, da gab es ja hier diesen Schriftsteller aus Berlin, der hier tatsächlich den Gesundheitsschutz der Bevölkerung während der Corona-Zeit gleichgesetzt hat mit der Ideologie des Nationalsozialismus, indem er hier also man kann es nicht so genau erkennen, wenn mit viel Fantasie könnte es ein Hakenkreuz sein, aber das reicht mir schon. Also wie kann man die völlig gerechtfertigten Gesundheitsmaßnahmen der deutschen Regierung auch nur im Entferntesten gleichsetzen mit der menschenverachtenden Ideologie während der Hitlerzeit? Da hat jetzt das Berliner Kammergericht durchgegriffen und hat gesagt, so geht das nicht, Jungs. Der Blockwart muss eingreifen. Wenn man das vergleicht, muss der Blockwart eingreifen. Ja. Das muss, der muss verurteilt werden. Oder seht ihr das etwa anders? Naja, hier ist CJ Hopkins, wir kennen ihn gut, wohnt in Kreuzberg seit über 20 Jahren schon, ist US-Amerikaner, von Hause aus eher Theaterautor, hat aber auch mehrere Romane geschrieben. Satiriker.
Super gute Satiren. Ne? Satiren macht er seit einigen Jahren auf seinem Blog und im Internet und publiziert die auch als Buch. Und er ist nach dem unter George W. Bush, als die Amerikaner in den Irakkrieg gezogen sind, hat er kopfschüttelnd das Land verlassen und hat sich überlegt, wohin nach Europa, was ist denn das liberalste und offenste und freiste Land, und hat sich entschieden, nach Berlin zu ziehen. Ja. Und dort hat man ihn jetzt zweimal schon vors Gericht gebracht, weil er eben während der Corona-Maßnahmen auch publiziert hat auf seinem Blog und auch auf anderen Seiten und ein Buch gemacht hat, The Rise of the New Normal Reich. Ja. New Normal nennt er, New Normal Germany ist so ein Begriff, den er geprägt hat da während seines Schreibens. Und da ist diese Maske eben drauf, die du eben gezeigt hast. Und da wo die hat er getwittert und wurde angezeigt für diesen Tweet, ja, zu dem er noch geschrieben hat, ja, wie sozusagen hier Konformität erzwungen wird mit der Maske und so ein Kommentar dazu, den kann man ja da lesen auf dem Tweet. Und ist vor das Landgericht Berlin gezogen worden, sich zu verteidigen, was dann sogar gelungen ist, weil die Richterin gesagt hat, also was Sie da schreiben in Ihrem Buch und überhaupt ist zwar, Zitat, Gericht, ideologisches Geschwurbel, aber dieses kaum sichtbare Hakenkreuz verstößt nicht gegen das Gesetz und hat ihn freigesprochen. Das Kennzeichenverbot. Und da möchte ich ganz kurz das Kennzeichenverbot mal zeigen. Da hat ja die Berlin, da hat ja eine Rechtsexpertin, die zum Nationalsozialismus Kennzeichenverbot promoviert hat, in der Berliner Zeitung eine Richterin dazu auch geschrieben und hat gesagt, der erstinstanzliche Freispruch von Hopkins war ja richtig. Warum ist denn die Staatsanwaltschaft in Revision gegangen? Und es ist ja so, nach dem Kennzeichenverbot macht sich nur strafbar, wer NS-Kennzeichen verbreitet oder öffentlich verwendet, die nach ihrem Inhalt dazu bestimmt sind, Bestrebungen einer ehemaligen nationalsozialistischen Organisation fortzusetzen. Also wenn du jetzt einen Jugendclub gründest und sagst, wir sind hier die jungen Hakenkreuzis oder sowas, und dann ist das illegal. Das hat er ja nun ganz offensichtlich nicht getan. Ein ernsthafter Vorschlag von Robert Fleischer, möchte ich sagen. Er möchte nicht, dass einem Jugendclub die Hakenkreuzes gegründet wird, was man ja missverstehen könnte. Ja, was man ja missverstehen könnte, ja. Genau, obwohl die, naja gut, wir lassen mal die Witze. Also, wie gesagt, das Landgericht Berlin hat ihn noch freigesprochen, weil ich sagte, hier, das ist eben, wir haben A, Meinungsfreiheit und B, Kunstfreiheit, ja. C, erkennt man bei diesem Kunstwerk und auch erst recht auf diesem Buchcover, ja, dass es sich sozusagen um Satire handelt, um Ironie, Satire und tiefere Bedeutung. Du kannst ja mal das zeigen mit den beiden Buchcovern. Er greift ja mit dem Cover seines Buchs und der Maske ein Klassiker der US-Geschichtsschreibung, The Rise and the Fall of the Third Reich, ja, das greift er auf, ne, mit seinem Cover. Guck mal, und hier, das Kammergericht hat jetzt ganz schön was zu tun, ja. Der Spiegel ist mit einem Bein im Knast, der Stern auch. Nee, eben nicht, ja. Der Spiegel und der Stern und jeder, der sozusagen mit dem Hakenkreuz in einem Kunstwerk oder einem Cover oder einem Bild spielt, der müsste jetzt nach der Rechtsprechung des Berliner Kammergerichts ja sofort verfolgt werden. Wird aber nicht. Aber man verurteilt einen C.J. Hopkins und das ist nachgerade absurd, ja. Also jeder mit, wie wir immer so schön sagen, Verstand über Zimmertemperatur, der erkennt doch, was das ist, ja.
Und dass es hier gerade nicht darum geht, das Dritte Reich wieder hochleben zu lassen, sondern dass es um Kritik an der aktuellen Politik und einen Vergleich geht. Und das ist irgendwie der Punkt. Ja, ich habe ja dazu auch was geschrieben und mir fiel da sofort Ignatius Ilone ein. Ja, der neue Faschismus wird nicht als Faschismus daherkommen. Er wird sagen, ich bin der Antifaschismus. Ja, und diesen neuen Antifaschismus, den darfst du natürlich nicht vergleichen mit dem alten. Ja, das ist übrigens ist ja der entscheidende Punkt, ist ja diese Doppelgesichtigkeit. Das heißt, dass was Spiegel und Stern erlaubt wird, wird CJ Hopkins. Und übrigens, wir werden in Free 21, in der neuen Ausgabe, haben wir einen Artikel von einem Künstler, der hat so wie Andy Warhol Parfümflaschen, da steht Impfen macht frei drauf, sozusagen in vier Farben und hat das, und der kriegt auch Schwierigkeiten. Also das heißt, die Justiz, die deutsche Justiz entscheidet nach Gutdünken, wo sie zuschlägt, und sie schlägt dort zu, wo sie den Staat kritisiert sieht. Also das heißt, Kritik am deutschen Staat ist so lange erlaubt, wie man die Covid-Maßnahmen lobt. Ja, das ist also Kritik, die lobt, ist erlaubt, alles andere ist verboten. Und das haben wir eingeführt. Und das ist natürlich, macht auch international schwer Eindruck übrigens. Also das heißt, die Berichterstattung gibt es. Der Deutsche wird wieder als das erkannt, was er ist. Ja, sozusagen in guter Tradition. Und wenn wir uns den Ruf ruinieren wollen, sind unsere Berliner Gerichte eine treue Allianz auf diesem Weg. Ja? Und ich hatte offen gestanden, ich habe ja mit CJ auch darüber geredet, auch schon vor dem ersten Verfahren, ja, und nicht damit gerechnet, ja. Dass ich auch nicht. Ich habe das für unmöglich. Also ein Oberlandesgericht, dass mal ein übereifriger Staatsanwalt, gut, das kennen wir aus anderen Fällen auch, vielleicht dann doch noch zum, aber dass da auch ein Richter, der da drauf schaut, das so sieht, damit hätte ich nicht gerechnet. Und das, es hat sich was geändert. Ja, ich habe vor 2002 schon mal dasselbe Problem gehabt, mit einem kaum sichtbaren Hakenkreuz und einer SS-Rune wurde auch ein Buch. Seifried hat ein wunderbares Poster gemacht zu meinem ersten 9/11-Buch, ja, was ja auch nicht so richtig erwünscht war, hier so staatlicherseits. Und da hat irgendeiner wirklich mit der Lupe Hakenkreuz und eine SS-Rune entdeckt, ja, hat das zur Anzeige gebracht. Und damals, ja, wurde die Staatsanwaltschaft von dem Gericht zurückgeführt. Man sagt, sag mal, spinnt ihr hier? Das sieht man doch, das ist ein Cartoon, das ist ein Comic. Und es geht hier nicht darum, das Dritte Reich zu fördern oder die Untaten des Nazireichs zu verharmlosen oder sowas. Ja, das war vor 20 Jahren noch der Fall. Aber jetzt offenbar, ja, sieht man das anders. Und jetzt dürfen Spiegel und Stern Hakenkreuzlern, wie sie lustig sind, ja, und gegen einen wie Hopkins, der sich kritisch und wunderbar, im Übrigen, also empfehle ich auch nur nachzulesen, das Buch kann man bei Amazon und den Großversendern nicht mehr kriegen, weil ja da jetzt eben die verbotene Maske drauf ist. Es ist grotesk, ja, dass wegen solcher Dinge hier Gerichtsverfahren geführt werden, wo es klar um politische Satire und um Kunst geht, ja, und nicht um Hakenkreuze. Es soll irgendwie Kritik eliminiert werden. Darum geht's, ja. Und dass man sich jetzt den Hopkins vorgenommen hat, letztendlich die Amerikaner, Dirk hat es ja erwähnt, da kann man etliche Artikel in den USA lesen zu dem Fall, ja, die sagen, oh, die Deutschen sind aber immer noch auf dem Hakenkreuz-Trip, so wie sie jetzt Hakenkreuze verbieten, ja, das erinnert ja an die Hakenkreuze, genau. Ich möchte, er ist ja Satiriker, das heißt, was er da gemacht hat, ist ja kein Tatsachenbericht, sondern das sind satirische Essays. Ja.
Und ich erinnere mal an die Titanic. Also wenn ich jetzt in der katholischen Kirche wäre, dann Titanic habe ich zum Beispiel, ich war eine Dose mit dem Kruzifix. Also Jesus Christus am Kreuz. Oder der Skandal. Ja. Oder der Papst sozusagen, der sozusagen in Filatio Haltung vor einem Kruzifix ist. Das war alles möglich. Das ist alles möglich. Aber an dieser Stelle, also damit macht sich, also Deutschland wird ja in diesem Sinne dann betrachtet als nicht etwa Schützer der Demokratie, sondern das. Ich hab jetzt gerade ein Essay, also kein Essay, sondern ein Editorial geschrieben bei Free21, wo ich gesagt habe, der Staat ist einfach nicht so verknallt in die Meinungsfreiheit, wie er uns Jahrzehnte klar gemacht hat oder versucht hat vorzutäuschen, sondern der erinnert an jemand, der unter Alkohol Machtmissbrauch in der Familie macht. Da ist nichts mit verknallt. Ja. Oh, das ist einmal im Knast, Dirk. Ganz kurz die Einschätzung derselben Richterin, die über dieses NS-Kennzeichenverbot promoviert hat, zu dem Skandalurteil am Kammergericht lautet: Auf die Urteilsbegründung des Gerichts, derartige Posts seien weder von der Meinungsfreiheit noch von der Kunstfreiheit gedeckt, ist zu erwidern, was, wenn nicht das, ist dann noch Meinungs- oder Kunstfreiheit. Einem Amerikaner, der mit einer Jüdin verheiratet ist, kann schwerlich unterstellt werden, er würde den Nationalsozialismus verharmlosen oder aus seinen Posts sei eine ausdrückliche Ablehnung des Nationalsozialismus nicht hervorgegangen. Also seit wann muss man denn, wenn man das macht, dann immer noch dazu schreiben, aber ich bin aber dagegen. Ja, das ist doch völlig klar, dass wir dagegen sind. Sie sagt auch, in Urteilen wie dieses zeigt sich eine sehr bedenkliche Tendenz deutscher Gerichte, Menschen, die autoritäres Regierungshandeln kritisieren und vor einem Aufleben faschistischer Strukturen warnen, wie C.J. Hopkins, unter anderem eine Verharmlosung des Nationalsozialismus zu unterstellen, um an ihnen ein Exempel zu statuieren und Kritiker mundtot zu machen. Und genau darum geht's hier. Die deutsche Regierung hat es immer noch nicht geschafft, diese ganzen Corona-Maßnahmen, da sind die nämlich sehr, sehr empfindlich, das wirklich mal genau zu hinterfragen, was da eigentlich passiert ist und wer dafür gesorgt hat, dass es überhaupt so weit kommen konnte. Ja. Und dieser Leak mit diesen RKI-Files hat zu nichts geführt. Ja. Obwohl wir jetzt wissen, das waren überhaupt keine wissenschaftlich empfohlenen Maßnahmen, sondern die wurden angeordnet und dem RKI aufgestülpt. Und das ist was die Corona-Maßnahmenkritiker auch von Anfang an kritisiert haben, dass das völlig außerhalb des Normalen liegt bei der Behandlung von der Pandemie. Was hier passiert, dass es völlig überzogen war und es ist nach wie vor nichts passiert. Ja, und deswegen, Leute, kauft euch das neue Buch. Das Buch von C.J. Hopkins. The New Normal Right. Er geht jetzt vor das Bundesverfassungsgericht. Also er muss jetzt zum Bundesverfassungsgericht. Und er hat einen Fonds dafür eingerichtet, also sozusagen, dass man spenden kann, das kostet einen Haufen Geld, ja. Das wird Geld kosten. Und ich hätte, wenn mich jemand gefragt hätte, mit meinen Kenntnissen des Verfassungsrechts, hätte ich gesagt, nie und nimmer kommt der Staat damit durch, mit dieser Idee. Aber sie haben Richter gefunden, die das gemacht haben. Und ich glaube, dass er wirklich sehr gute Chancen hat, dass das gekippt wird. Aber er muss jetzt, Rechtsweg ist zu Ende, er muss vor das Verfassungsgericht und dafür, auch mit dem Verfahren, das sind glaube ich 15.000 Euro, was ihn das jetzt gekostet hat. Also wäre eine Variante, Solidarität mit C.J. Hopkins über die Banküberweisung, ja, wäre eine Möglichkeit. Ja, und er hat da auch eben, wie ihr gesagt habt, ein Legal Defense Fund eingerichtet und Link werden wir hier natürlich auch nochmal auf unserer Webseite bringen. Das ist unter auf seinem Substack. Den Link werden wir auf unserer Webseite auch zeigen. PayPal, Deutsche Bank ist sein Konto und Substack. Diese drei Möglichkeiten hat er angegeben. Ja. Genau. Denn wir können das nicht durchgehen lassen. Das ist das geht gar nicht. Gut, dann nähern wir uns ja jetzt fast dem Ende unserer Sendung. Es gibt was Neues von Julian Assange. Das müssen wir unbedingt noch erzählen. Julian Assange hat sich erstmals jetzt wieder zu Wort gemeldet und machte eigentlich einen ganz guten Eindruck, oder? Wie seht ihr das? Ja, er ist beim Europarat aufgetreten, ne? Oder war das Europaparlament oder Rat? Beim Council of Europe, ja. Ah, ja. Rot, Rat dann, ja, okay. Ja. Ja, er hat eine Rede gehalten. Guten Eindruck gemacht, hat sich scheinbar ganz gut erholt, so dachte ich, ja, so von seinen
Strapazen da im Knast, ja, ist alt geworden, das sieht man irgendwie auch, ja. Und ja, nee, hat nochmal klar gemacht, und das hat ja auch, das ist ja auch anerkannt mittlerweile, dass sein Verfahren, dass er im Gefängnis war und verfolgt wurde, nichts mit irgendeiner kriminellen Tat zu tun hatte, sondern dass er ein politischer Gefangener war. Das hat ja, das ist ja mittlerweile wohl jedem klar. Ja. Und das hat ja der Council of Europe in dieser Abstimmung auch festgestellt, ne? Dass er ein politischer Gefangener war. Ja. Genau. Und er hat doch gesagt, dass er das machen musste, was er getan hat, also sich in diesen begrenzten Punkten schuldig, weil er hatte die Wahl dazwischen, ob er im Gefängnis bleibt. Und er hat gesagt, er hat um sein Leben und sein psychisches Überleben kämpfen müssen in diesen Jahren in dem Hochsicherheitsgefängnis. Und das ist der Preis, den er zahlen musste, ist diese sozusagen in diesem Deal. Aber er hat erinnert an einen seiner, der als einer seiner Quellen benannt wurde, ein CIA-Mann Schulte, der zu 40 Jahren Gefängnis verurteilt wurde und in einem Gefängnis sitzt, wo konstant White Noise, also Rauschen, abgespielt wird über Tonband, damit er nicht rufen kann zu anderen Leuten. Also der unter unglaublichen 40 Jahre in den USA. Also das, wir haben jetzt sozusagen die Andrei Sacharow-Kiste der Sowjetunion aus den 70er Jahren wird jetzt gerade wiederbelebt in den USA. Er ist draußen, andere Leute sind drin. Er beschreibt, wie die Strafverfolgungsbehörden Chelsea Manning dazu bringen wollten, gegen ihn auszusagen, was in einem Selbstmordversuch von Manning zu einem Selbstmordversuch geführt hat. Und das für mich eigentlich Schockierendste war, das war mir gar nicht klar, dass die USA jetzt festgelegt haben, er ist ja unter anderem wegen dem Espionage Act von 1917, der eingeführt wurde, damit deutschstämmige Bürger der USA nicht für das Deutsche Reich arbeiten in der Zeit des Ersten Weltkrieges. Darunter laufen ja eine ganze Reihe von diesen Verfahren. Also ein absurdes Gesetz, also ein Kriegszeitengesetz, was man gerne behalten hat, weil man da kräftig mit zuschlagen kann. Hoffentlich erfahren das nicht unsere Berliner Gerichte, sonst kommen sie noch auf dumme Ideen. Also dieses Gesetz gilt weltweit. Also die Amerikaner sagen, die Ausdrucksfreiheit, also Freedom of Speech, das First Amendment, also die sagt, dass der Staat keine Gesetze erlassen darf, die Ausdrucksfreiheit einschränken. Das ist das First Amendment. Das gilt für Amerikaner weltweit, aber nur für Amerikaner. Für alle anderen gilt, dass sie weltweit nach dem Espionage Act zur Verantwortung gezogen werden können. Auch über diese Entführungsflüge, die ja im Zusammenhang mit 2003, also mit dem Einmarsch in den Irak, sogenannten schwarzen Orte, also Black Sites, wo gefoltert wurde, wo mit Waterboarding gearbeitet, das gilt für den Rest der Welt. Also die Meinungsfreiheit gilt für Amerikaner, für den Rest der Welt gilt, wir können euch in Gefangenschaft bringen und wir können euch danach verurteilen und ihr könnt bei uns im Gefängnis verrotten. Das ist nochmal zur Erinnerung von Julian Assange, was ihm passiert ist. Das ist das sozusagen Freedom and Democracy, die von USA propagiert werden. Ja, der Vergleich mit der Sowjetunion verbietet sich, weil es mittlerweile ungerecht gegenüber der Sowjetunion werden würde. Rosenpropaganda. Ja. Gerne doch. Okay, gut. Also, Julian Assange ist wieder auf dem Dampfer und das finde ich gut. Und das sieht doch nicht so aus, als würde der jetzt aufhören, sich einzusetzen. Da muss ich ein bisschen schonen, aber wird, denke ich, da noch einiges zu melden haben. Und er darf alles. Er hat so viel durchgemacht. Also Julian Assange ist jetzt einfach nur noch, wo er auftritt, mit stehenden Ovationen zu begrüßen, nicht Netanyahu, sondern er. Und er hat genug geleistet. Also er darf eigentlich jetzt in Frieden erstmal existieren. Ja. Und damit kommen wir zum allerletzten Thema dieser Sendung. Wir haben nämlich eine Buchverlosung vorbereitet. Es geht diesmal um dieses Buch hier. Staatsfeind? Wie ich zum Kämpfer für echte Demokratie wurde.
herausgegeben vom Philosophischen Salon Köln. Die große Frage ist natürlich, wird man gleich zum Staatsfeind, wenn man zum Kämpfer für echte Demokratie wird? Müsste man dann nicht eigentlich das Bundesverdienstkreuz kriegen, wenn man für die Demokratie kämpft? Was steckt dahinter? Dirk, du weißt ein bisschen mehr über das Buch, habe ich gehört. Kannst du uns etwas darüber erzählen? Ja, also das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Leute, 9 Autoren haben geschrieben. Die Aufforderung, die wir, ich bin einer davon, gekriegt haben, war, wie bist du zum Dissidenten geworden? Und es ist sozusagen hier drin Ulrike Giro, Gabriele Gysi, Michael Main, Ulrich Mies, Hermann Plopper, meine Wenigkeit. Also das heißt, es sind eine ganze Reihe AutorInnen oder AutorAußen, ja, ihr kennt ja PutzInnen, PutzAußen, also AutorInnen, AutorAußen. Dieses Buch, also es gibt eine Reihe wirklich lustiger Geschichten da drin, also die humorvoll geschrieben sind. Es gibt sehr ernsthafte, es gibt persönliche Betrachtungen, es gibt philosophische Betrachtungen, es gibt aber auch harte Fakten da drin. Und ich habe es mit großem Interesse gelesen, weil man erfährt, diese Leute haben alle eine Biografie, in der eben ein Moment war, wo man Stellung beziehen musste. Ja? Und das haben sie getan. Und ich habe davon 8 bekommen und die sind auch signiert übrigens. Allerdings eine Person fehlt, die nicht signiert hat dabei. Und das ist die Frage, die Preisfrage. Wir verlosen diese 8 Exemplare. Und die Preisfrage ist, welcher dieser Autoren das Buch nicht unterschrieben hat, von den Leuten, die er geschrieben haben. Die Frage ist, war es Hans-Georg Maaßen, der ja auch als Staatsfeind mittlerweile gilt, Patrick Barb, ganz klar, oder Dieter Hallervorden, der auch entsprechende Probleme hat. Also das heißt, welcher dieser Autoren, von denen ich habe ja nicht alle genannt, die in dem Buch vorkommen, welcher dieser Autoren ist von den 3, die ich genannt habe, Hans-Georg Maaßen, Patrick Barb, Dieter Hallervorden, hat ein Kapitel in diesem Buch. Also nochmal ganz klar zum Mitmeißeln. Welcher von diesen 3 Personen ist Autor des Buchs, hat aber nicht mit signiert? Unterschrieben. Also in den Exemplaren, die ich jetzt hier habe, weil wir haben alle, war eine Veranstaltung. Also kann man sehen, sozusagen. Zeig doch hier. Das jetzt nicht. Ja, okay, ich sag das nicht. Du machst ja alles viel einfacher. Die Frage an sich ist ja schon recht einfach. Also welche dieser 3 Personen ist Autor des Buches und hat aber nicht unterschrieben? A. Hans-Georg Maaßen. B. Patrick Barb oder C. Dieter Hallervorden. Die richtige Antwort bitte an die eingeblendete E-Mail-Adresse, die ihr jetzt seht. Und wir werden in der nächsten Sendung dann, wie viel? 8 Stück werden wir verlosen. Ja. Oh, dann, Robert, da musst du 8-mal singen. Ja, da kann ich mir gleich ein ganzes euch drauf. Unser europäischer einfallen lassen. Europäischer Song Contest Bewerb findet wieder statt in der nächsten Sendung. Genau. Ich werde was aus den 70er Jahren wählen, glaube ich. Zieh dich nicht aus, Amore mio. Nein, okay. Was kennst du denn für Lieder, meine Güte? Hey, ich bin Dieter Thomas Kuhn Fan gewesen mal. Der hat diese Dinger alles so schön aufgemöbelt. Also, ich freue mich drauf. Juhu, endlich freue ich mich mal auf die Sendung wieder. Endlich gibt es einen Grund, wieder was zu singen in der Sendung. Das wird toll. Ich danke euch beiden, dass ihr mit dabei gewesen seid. Hoffe mal, dass das alles ganz schön ausgeht. Ich nehme mal an, das nächste Mal werden wir uns rings um die US-Wahl hören und sehen und werden dann hoffentlich nur schöne Dinge zu berichten haben. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Vielen Dank, Dirk und Matthias, dass ihr dabei wart. Da nicht für. Ciao. Danke. Und auch euch vielen Dank, wenn euch die Sendung gefallen hat. Bitte unterstützt uns am besten mit einem kleinen Dauerauftrag oder auch mit einem großen unter der Bankverbindung, die ihr im Beschreibungstext findet. Und ihr könnt die Sendung auch gerne runterladen und bei euch wieder hochladen. Haben wir überhaupt nichts dagegen. Bitte erzählt euren Freunden, was ihr hier gesehen habt. Wir finden, es ist wichtig und wir sind froh, dass es viele andere gibt, die es auch sagen, dass es wichtig ist, was wir hier machen. Also so long und wir sehen uns bald wieder hier im 3. Jahrtausend. Ciao.